Minecraft, ich habe mir gestern Age of Wonders 4 geholt. Ist ein 4x-Strategiespiel und da kann man seine eigenen Anführer erstellen. 9 Teil, sogar ganze Völker. Interessant. Und jetzt im 4. Teil auch Drachen als Anführer. Nun ist es so, dass manche Einstellungen mich doch sehr an die Lehre erinnern. Also habe ich es mir nicht nehmen lassen, unsere alten Götter dazu erschaffen. Cool. Ja, da gibt es ja manchmal echt ganz interessante Konzepte, ne? Allein was dann irgendwie mit Sims und gewissen Mods und auch Baldur's Gate möglich war. Also, ich bin ja Überraschung auch eher in der WoW-Bubble vernetzt auf Social Media. Und wenn ich mal einen Baldur's Gate-Post oder so hatte, dann haben Leute immer versucht, Garrosh nachzubauen oder ihren eigenen Void-Elfen-Charakter oder wie auch immer. Und manchmal bietet sich das an. Und wenn der eingefleischte WoW-Nerd eine Chance hat, durchzukommen, dann wird er auch durchkommen. Na, das ist besonders gefährlich, wenn man irgendwie mit Leuten unterwegs ist, die in WoW gar nicht beheimatet sind, die so keine Ahnung haben von Gamer-Slang oder irgendwelchen Memes und dann fällt irgend so ein Triggerwort und man muss sich richtig zusammenreißen, jetzt nicht zu schreien für die Horde oder was auch immer. Und das ist bei anderen Games manchmal auch so, ne? Wo man dann überlegt, lege ich den Schalter jetzt um, gehe ich full Azeroth oder versuche ich mal was Neues? Aber so sehr ich mich auch anstrenge, diese Vergleiche zu lassen oder diesen Hebel unberührt zu lassen, es geht manchmal nicht. Wenn es sich anbietet, dann muss es geschehen. Ich bin nicht der einzige Monk, der einfach so gewone-shottet wird in BT. Ey, ist ein Monk-Ding oder wie? Ja, super. Dann freue ich mich total, dass ich von allen Chars, die gerade verfügbar waren, den Monk genommen habe. Das vermute ich noch der Einfluss von Kaino gestern, der mich ja während des Runs beim Frostmage so ein bisschen gecoacht hat, ob er wollte oder nicht. Eigentlich wollte er nicht, aber er hat auch nicht ertragen, was er da sieht, ne? Also musste er. Und jetzt ist so ein bisschen der Monk mit rübergeschwappt, ja. Wahnsinn. Manatron, Kemal, hallöchen. Sind wir uns sicher, dass Kraft und Chloa keine alten Götter sind? Ich habe sie jedenfalls noch nie zusammen gesehen. Das ist wahr. Das ist wahr. Aber irgendwann passiert das bestimmt. Es wird ein sehr süßer Moment sein, in dem wir weinend aufeinander zurennen und uns dann 3 Stunden in einer zwielichtigen Bar über Fußball unterhalten oder so. Ja. So würde zumindest die Netflix-Serie zu diesem Treffen aussehen. Oder für die Allianz. Ja, sowas ruft ja keiner. Ich bin gespannt auf der BlizzCon, denn, und das kann man ja gerade denen sagen, die vielleicht nicht seit 700 Jahren WoW spielen, Chris Madsen soll ja sehr präsent sein, soll die Präsentation übernehmen und das hat Legendenstatus, weil dieser Dude ist einfach die Inkarnation eines Alpha-Nerds schlechthin. Ja, weil er ist unglaublich nerdy, aber er ist auch cool so. Und diese Mischung, die ist eigentlich sehr unheilig, ja. Wenn man so auftritt, dann kann es immer passieren, dass der Graf von Unheilig dir hinterher rennt und dann anfängt irgendwie zu singen, geboren, um zu leben. Ja, so unheilig ist diese Mischung, ganz gefährlich. Und was Madsen gerne macht, ist rauskommen und erstmal im Applaus zu ertrinken, ja. Und dann hat er ja diese wirklich auch gewaltige Stimme. Er synchronisiert ja Thrall im Englischen. Den Green Jesus, den War Chief schlechthin, den Weltenschamanen vor dem Herrn. Und dann packt er diese Stimme natürlich aus und fragt dann, Horde, wo seid ihr? Und dann rasten natürlich alle Kacknerds wie wir im Publikum total aus. Und dann fragt er natürlich, Allianz, seid ihr auch da? Und dann wird sie im Publikum erstmal gekloppt, ne? Viele müssen da jedes Jahr sinnlos sterben. Aber es ist an sich schon ganz geil. Und das sind die Momente, wo genau viele alte Elite, Azerothler jetzt schon Gänsehaut haben bis zum Arsch runter, ja. Und wo die neue Garde dann quasi auch schon mal so ein bisschen Blut lecken kann, ja. Sich drauf einstellen kann, weil das ist, glaube ich, die Erwartungshaltung schlechthin, diese BlizzCon betreffend. Dass Madsen genau da anknüpft, wo er damals aufhörte, als er dann ging, ja, als er sich verabschiedet hat. Und das ist, ja, schon so ein Ding, wo ich einfach jetzt schon tierisch Bock drauf habe, ne. Apropos Aussehen nachbauen, habe heute in YouTube Shorts ein Video gehabt, wie man sich, abgesehen vom Aussehen, Geralt aus Witcher nachbauen kann. Welche Klassenkombi man nehmen muss und welche Talente. Fand das schon echt nice. Ich finde das auch immer spannend. Also, ich habe selten in Games irgendwie den Drang, jemanden zu cosplayen. Ich mache dann immer lieber meinen eigenen Charakter, meine eigene Story und so. Aber allein, dass es Leute gibt, die da so im Deep Dive reingehen, ne, und das analysieren und versuchen wirklich das letzte Mühe rauszukitzeln. Wie auch bei uns Halloween-Thema-Contest und Co., wenn Leute sich irgendwie verkleiden mit Ingame-Möglichkeiten, wie Captain America, Harry Potter oder wer auch immer.
Das wäre schon immens geil. Also ich mache es selber nicht so gern, aber ich schaue es mir sehr, sehr gerne an. Und gerade bei den modernen Games zeigt es ja wirklich in großem Maße auch wirklich toll auf, wie kreativ die Möglichkeiten da sind und wie sich Gaming im Rahmen dieser Möglichkeiten entwickelt hat, ne? Und wovon du früher nur hättest träumen können und heute hast du eben die Möglichkeit, deine Kinnlänge millimetergetreu zu bestimmen oder was weiß ich, ne? Das ist schon enorm, wenn man sich das manchmal anschaut. Weiß gar nicht, wie diese wie diese Charaktereditoren damals aussehen, so Richtung, oder aussahen, Richtung PlayStation 2, ne? Wenn ich an so Games wie Champions, Return to Arms und so weiter denke, da sind wir auch schon mit irgendwelchen Dunkelelfenkriegern und Echsenkriegern in so einer Diablo-Perspektive durch Level gekrochen, ja? Und da habe ich einfach keinerlei Erinnerung dran. So, da hattest du, wenn es gut lief, vielleicht 3 Regler für die Hautfarbe, 2 für die Augenfarbe, die du schon gar nicht mehr erkannt hast in dem Pixelbrei und dann vielleicht 2 verschiedene Frisuren. Und dann warst du happy. Und dann hast du gedacht, boah, Junge, das ist ja übel real, die Grafik. Und heute so, ja, bitte bestimmen Sie die Irisfarbe 1 bis 700 und die Wimpernlänge und die invertierte Kinn-Doppel-Gesichtsachse und so, wo ich erstmal Biologie studieren muss, um überhaupt zu wissen, was ich da gerade einstelle. Ja, das ist schon heftig so. Hat wer eine Liste, welche alten Legis in Time Walk BT funktionieren? Also generell eigentlich alles ab TBC und höher, ne? Ich meine, so ist es. Oder wurde das auch irgendwie umskaliert? Darum Donnerzorn dürfte nicht so geil sein, oder? Aber Kriegsgeleben, der Turidal heißt er, ne? Aus Sunwell, der Bogen, Schattengram und so ein Bums. Alles, was irgendwie drüber ist, müsste auf jeden Fall funktionieren. Weil das ja dann, naja, rückskaliert wird, ne? So wie auch unsere Dragonflight-Items. Niemand hat vor, über Green Jesus zu reden, sonst kommt der zurück. Ja, ich meine, ob Thrall wirklich nur auf dem Key Art der BlizzCon ist, weil Madsen wieder da ist, oder ob der wirklich das nächste Add-on wieder carried. Mit seinem Sohn an seiner Seite. Das ist ja letztendlich das, wo wir immer so ein bisschen drumherum gesabbelt haben, ne? Von wegen Timeskip und nächste Generation und Helden, die abdanken und so weiter. Jemand wie ein Katka hat das ja selber angesprochen, ne? Dass er merkt, dass er nicht jünger wird, dass seine Zeit so ein bisschen zu Ende geht. Darum hat er Ende Shadowlands ja Urlaub gemacht, ne? Wollte sich diese Wunderwelt mal ansehen und nicht nur im Turm von Karazhan darüber lesen. Und darum wäre das nächste Addon, wenn sie wirklich überwiegend geerdet auf Azeroth bleiben, ja auch so eine Option, diese Kinder ein bisschen an die Community ranzuführen, ja. Damit, wenn so ein Wechsel ansteht, eben nicht die Kinder von heute auf morgen irgendwie die Führung in der Hand haben und alle sich fragen, wer ist das denn jetzt? Und das fände ich schon recht sweet, wenn Thrall überall rumspringt und seinen Sohnemann dabei hat, war ja bei der Ork-Tradi-Rüstung auch schon Sohne, da hatten wir den auf einmal an den Hacken. Und dann am Ende überreicht er ihm die Rüstung oder so. Ah, das kann aus Lore-Sicht schon auch wehtun, aber solche Momente, muss ich sagen, mit denen bin ich dann fein. Ja, sowas fände ich tatsächlich vom emotionalen Wert so schön, dass ich da dann andere Abstriche machen könnte, aber das sieht vermutlich auch jeder anders. Im Endeffekt kommt es ja nur darauf an, wie Blizzard das dann sieht. Ja. Hat Madsen nicht eigentlich auch Garrosh synchronisiert? Ist das so? Wüsste ich jetzt gar nicht. Könnte sein, ich höre immer nur Thrall. Thrally Thrall und so. Da sehe ich uns, wenn ihr aufeinander zurennen. Oh, warte mal, da siehst du uns. Ja. Oh mein Gott, wow. Wie unangenehm, ne? Ein GIF, wo eine Frau mit ausgeweiteten Armen auf jemanden zurennt und es ist aber ein Jogger und er rennt an ihr vorbei. Das sind so die magischen Momente des Lebens, oder? Oh, scheiße. Die Kinnlänge, ja, es gibt auch nach wie vor schöne Zusammenschnitte zur Best-of-Reactions von den ersten Cyberpunk-Tagen, wo viele Streamer dann Angst hatten, weil man auf einmal die Länge des Dödels einstellen konnte. Das ist auch sehr wichtig für das individuelle Gameplay. Alle gehen, nur die Dolche von Cutter haben ihren Set-Bonus verloren. Donnerzorn kann man auch benutzen, da das Item-Level höher ist, als auf was es gesetzt wird, wenn man Time Walk macht. Ah, okay, spannend. Spannend, dann geht sogar das. Wusste ich auch nicht, dankeschön. Er sucht dann ein Addon lang seine Axt. Ja, wir müssen dann wieder zu Helja, ne? Die hat die dann doch noch im Gesicht stecken. Alles andere war fake.
Bitte nicht. Thrall kann ruhig so am Rande rumdümpeln, aber bitte keine Main-Rolle mehr. Ja, es wirkt ab einem gewissen Punkt ein Stück weit aufgewärmt, ne? Also, der Wunsch ist sicherlich schon... Was? Wo kommt der Schaden her? What the fuck? Bro. So ein Stück weit ist Thrall für viele einfach unweigerlich die WoW-Basis schlechthin, ja? Wenn ich irgendwie beim Familiengrillen mit meinen Cousins rede, die jetzt seit, ich glaube, Anfang MOP nicht mehr zocken. Und wir kommen so ein bisschen in so Nerd-Talk, ja? So ihre Frauen sitzen woanders und ihre Kinder können gerade nicht mithören und so weiter. Ihre Mütter hören nicht mit, ja? Sie können nicht enterbt werden, wenn sie jetzt ihren inneren Nerd rauslassen, so. Und dann, ja, dann quatschen wir natürlich, ne? Und da ist dann auch immer die Frage, du, wie ist denn jetzt mit der Horde eigentlich, ne? Wer ist denn gerade Kriegshäuptling, so? Und dann fange ich an auszuholen, weil so ein Gespräch haben wir einmal alle 3 Jahre. Und dann kommt erstmal, ja, Thrall kennt ihr noch? Ja, den kennen wir noch, ne? Der ist weg. Oh, erstmal Nervenzusammenbruch, ja? Und dann geht's mit Vol'jin und ich und Sylvanas, Rat der Horde, Shadowlands, Junge. Und ja, danach trinken die dann noch mehr Bier als vorher, weißt du? Um das alles zu verarbeiten. Darum ist halt immer so eine Ikone. Ja, jetzt vielleicht nicht unbedingt auf einem Arthas-Level, aber schon auch für, ich sag mal, die alte Garde, ja. So ein Zeichen, wo man sich denkt, geil, Junge, da ist er wieder. Na? Da in WoW, da können wir noch sein. Da ist es noch wie früher, Thrall, der ist mit uns. Aber wenn man dann einloggt, sieht es vielleicht wieder ganz anders aus und möglicherweise sollte man sich auch nicht nur an diesen Stimmen orientieren. Aber völlig unrealistisch ist es eben nicht, ne? Das Rallisral. Was habe ich denn hier? Eine Einhandwaffe. Und ich trage eine Zweihandwaffe. Cool. Ich brauche also noch eine, Leute. Ich brauche eine zweite Einhandwaffe. Wahnsinn. Andaruin mit der 20. Dankeschön. Von der Optik her ist Thrall aber eher Richtung Classic, ja. Vielleicht bringen sie da auch ein bisschen was durcheinander und dann haben wir wirklich sein Classic-Modell wieder in Orgrimma stehen. Das wäre erstmal geisteskrank. Ich habe heute, schon gar nicht, gestern... Gestern habe ich einen Kommentar unter die aktuelle Classic-Let's Play-Folge auf YouTube bekommen von HC. Und da schrieb auch jemand, hä? Ist irgendwas mit deiner Videoqualität oder sieht Classic nur so ranzig aus? Ich habe Vollbild gemacht und habe jetzt Augenkrebs oder so, hat er geschrieben. Ey, Mann. Das ist erstmal krass, ne? Wenn die neue Generation auf das alte stößt. Da hätte ich mir mal noch ein paar Reactions mehr gewünscht, so ins Zusammenschnitten. Wenn Leute, die jetzt nur aus dem modernen Gaming kommen, so die Next Gen, ja, wenn die auf einmal hören, boah, Classic Beste und so, und dann loggen die ein und denken sie, hä, seid ihr alle bescheuert, Junge, wie sieht denn das aus, hier wie hingeschissen, so. auch ganz herrlich, habe ich nur geschrieben, du, meine Videoqualität ist eigentlich wie immer, müsste Classic sein, ne, ist so ein bisschen der Charme der frühen 2000er Jahre, da sah das noch ein bisschen anders aus, damals. Er hat unter anderem in WoW Algalon, Dranosche Sauerfang, Nefarian, Rexar, Thrall, Varian, Varrok gesprochen, also Chris. Okay, das sind in der Tat einige. Und Patrick Seitz ist Garrosh. Monster Vocal Effects, okay. Na gut, bei der Liste kann man allein auf orkischer Basis ein bisschen durcheinander kommen, hä? Der Mr. Metzen, Junge. Was für ein Typ. Würden sich Thrall im Pre-Event von einem Addon opfern? Er wird also getötet und wir brechen zum Krieg auf. Oh, wow, das ist stark. Das ist stark. Aber ich glaube, dafür sind wir im falschen thematischen Bereich. Oder jetzt irgendwie während oder nach Dragonfly Thrall zu opfern? Das fühlt sich irgendwie einfach nur falsch an, zumal er auch keine wirkliche Präsenz hatte. Aber wenn er eine gehabt hätte und es dann so eine Art Pre-Event wird, wie auch zu Legion, ne? Wo dann alles völlig eskalierte, total düster aussah und es keine Hoffnung gab, wir Varian und Vol'jin verloren haben, ne? So was zum Fick, ist ja komplett schief gelaufen. Dann, tja, ist das vorstellbar. Also, die Zeichen stehen ja auf Sturm, was auch diverse Führungswechsel in solchen Richtungen angeht, haben wir jetzt ja in Dragonfly auch gesehen, ne? Entweder... Die Alten haben das Neue akzeptiert, wie Nosdormu und Alexstrasza das zumindest versuchen. Oder die Plätze wurden eben neu besetzt, ne? Und das wird, glaube ich, auch in den, ich sag mal, unteren Riegen der Heldencharaktere durchaus kein Einzelfänomen bleiben. Solange Chris Metzen auf der BlizzCon kein neues Handygame vorstellt, oh Gott, das machen sie, glaube ich, nicht. Da lassen sie wieder den Dude von Diablo Immortal auf die Bühne, Junge, damit direkt alle sich körperlich so ein bisschen drauf einstellen können.
Aber Chris Metzen, ich glaube, das würde seine verdammte Legacy einfach beschmutzen, so. Das wird er nicht bringen. Der wird schön 11.0 vorstellen. Der wird schön den neuen Classic-Stuff bringen. Wenn sie eine Serie oder einen Film machen, dann wird er sich auch das nicht nehmen lassen. Und dann verschwindet er ganz plötzlich, ja. Und dann kommt irgendwie Jeremy Fiesel oder so, der alte Mima-Junge, und dann zieht er durch. Ich weiß es nicht, aber... Ich glaube, da ist Metzen weg. Ja, ja. Da ist er im Urlaub ganz plötzlich, ja. Thrall, grüße Alters. Wenn er endlich sein Gaul droppt, lass ich vielleicht nochmal mit mir reden. Die psychologische Kriegsführung. Ja, auch das gehört irgendwie dazu, oder? Kann ich noch mit einsteigen in den Raid? Leider nein, die Gruppe ist voll. Wir wollen danach aber, wenn es zeitlich passt, noch eine Runde drehen. Vielleicht hast du da mehr Glück. Wir sind in Dragonflight. Die Elemente ticken durch und Mr. Green Jesus macht Urlaub. Ja, generell, ne? Thrall, Elementarfürsten, Irdener Ring, Nobundu. Und zu Nobundu habe ich ja auch nur eine größere Bindung, weil mir das Hörbuch oder besser gesagt die Geschichte so gut gefällt, ne? Ungebrochen. Von Mickey Nielsen, glaube ich. Wo er vom Licht verlassen wird und seine Freunde durchdrehen und er nicht weiß, wie es weitergehen soll. Er von den anderen Drehnei verstoßen wird. Und dann kommen die Elemente zu ihm und er prägt diesen weisen Satz: Alles, was existiert, lebt. Und wenn wir existieren und am Leben sind, dann ist das gut. Und jetzt verschreibt euch dem Elementaren, denn das lebt auch. Oder so. Das waren vermutlich seine Worte, als er dann zur Schaman-Klassenhalle in Legion kam. Und der Eumel macht gar nichts. Nobundu, du alte Kackfritte. Ich halte so Großes von denen, ne? Das sind alles sehr coole, sehr starke Charaktere. Und was ist? Jetzt sind sie mal gefragt. Nö, du, also wir sind auch ausgebucht, ja. Ich hab da leider jedes Mal, wenn ich hätte auftreten können, Friseurtermin. Bro, du hast gar keine Haare mehr. Ja, ist kurzer Termin, ne? Aber wahrnehmen muss ich ihn trotzdem. Wahrnehmen muss ich ihn dennoch. Thrall opfern. Er stirbt. Ist doch nicht wild. Er hat locker zweimal Ankh-CD ready. Ja, aber was, wenn er vorher auf Hardcore gewechselt ist? Dann waren seine letzten Worte: Als Schamane kann man anken, oder? Und dann war's das aber. Oh, belastende Zeiten für die Horde. Na, sei. Wir bekommen einen Zeitriss mit Thrall und der ist der Endboss. War er ja schon mal, oder? In diesen leeren Rissen, die wir mit 8.3 hatten. Wo wir dann kampagnentechnisch den Umhang mit Furorion gebaut haben, den wir heute noch bei Ensos brauchen, wenn wir in Yalotha Temok rennen. Das war wieder ein Satz, oder? Den mal meiner Oma erklären, Junge. Was für ein Umhang, mein Enkel? Ach, Oma, isst deine Suppe, weißt du? Isst deine Tintenfischsuppe da vorne. Und dann sind wir ja in so verstörte Visionen rein, ne? Einmal das von der Leere übernommene Sturmwind, da war dann Aleria, glaube ich, Endboss. Und das von der Leere übernommene Orgrimmar, da war es dann Thrall. Was ganz cool war, dass man in diesen Städten dann, ne, in neuem Gewand irgendwie durchschnetzeln musste. Und auch die Soundtracks haben sie genommen, die Originale, und die so dann so ein bisschen durch einen leeren Fleischwolf gedreht. Das war eigentlich ganz geil, habe ich gern gespielt. Und darum kann man sich ja nie so richtig sicher sein, ne? Was an dieser Form der leeren Vision nicht vielleicht doch noch dran war. Denn wir hatten unseren Neltarion, den Erdwächter, der dann verdorben wurde über die Erde, in der die alten Götter angekettet waren, und dann wurde er zur Todesschwinge. Wir haben Iredikron, die Urinkarnation der Erde, jetzt im Bunde mit der Leere, wenn auch ein bisschen anders, aber sicherlich am Ende dennoch ähnlich eskalativ wie mit Todesschwinge. Und wir haben Thrall, den Weltenschamanen, der als keiner andere konnte, den Platz vom Aspekt der Erde einnehmen musste während des Drachenseelen-Raids. Und auch vorher hatten wir auch eine Geschichte, ne? Die Aufgabe der Aspekte heißt das Hörbuch, glaube ich. Wo er dann auch eins mit der Erde werden wollte, wenn auch nicht so wie Magni mit seinem Kristallisierungsritual, ja. Aber da war ja auch die Geschichte, wo er dann während dieser Meditation, und das hat er, glaube ich, damals von Agra sogar gelernt, als er in Nagrand war und seine Schamanausbildung begann, dass er immer ein bisschen Erde in seiner Hand hat. War es Agra oder war es schon ein Aspekt, der ihm das gezeigt hat? Ja, voll der krasse Trick, oder? Und was hast du von Alex Strasser gelernt, der immer ein bisschen Erde in der Hand haben, als Verbindung zu Azeroth. Und wer hat ihn gefunden, ja, durch diese Verbindung? Todesschwinge. GG, Bruder. Wer kam dann auf ihn zu, trotz dieser Erdverbindung oder gerade wegen dieser Verbindung? Ja, Neltarion selber. GG. Also,
gar nicht mal so weit hergeholt, ne? Dass all dieses leeren Gewusel dann vielleicht auch auf den Thrall überspringt. Gerade wenn die dann richtig eskalieren, wenn Xalatas, Achara und Co. mit tausenden Ketraxi-Generälen loslegen. Also, das ist ja schon auch ein Maßstab. In der Form hatten wir es bisher auch nicht mit den Äumeln zu tun, ne? Da weiß keiner so richtig, was passieren wird. Und dass ein Thrall und eine Aleria dann am ehesten angreifbar sind, das ist, glaube ich, nicht schwer vorstellbar. War Isera? Siehste, ich habe das einfach Agra zugeschrieben. Ach Mann. Vielleicht habe ich mit meinem Heiler gleich mehr Glück reinzukommen. Ja, das ist zumindest in den meisten Fällen so, ne? Unser akuter Heilermangel, den kann man auch ausnutzen. Schokoyote mit der 28. Dankeschön. Das ist das neue Handy-Game von Bobby vorstellen mit dem Spruch, habt ihr keine Kreditkarten? Er kommt dann mit der neuen Yacht reingefahren, ne? Muss ich sagen, würde ich dann aber feiern. Wenn er dieses Meme tatsächlich vollkommen Realität werden lässt, dann mag ich ihn dennoch nicht, aber den Moment würde ich schon feiern. Das muss man dem Meme-Game dann lassen, dass es wieder viel zu viele Grenzen gesprengt hat. Oh Junge. Hallo, was geht ab? Wir machen ein bisschen BT heute. Ja, wir machen BT und haben gerade ein bisschen über BlizzCon und weirde Erdlehrenverbindungen gesprochen. Aber zum Glück haben wir davon nicht allzu viele, ne? Es sei denn, das ist auch der Grund, warum wir von unseren Schamanen nichts hören. Weil die auch ein bisschen zu nah an Tiefenheim rumstanden und diese alten Verbindungen jetzt alle wieder erneuert wurden, ne? Das wäre scheiße. Ich möchte nur Bundu nicht wiedersehen und ihn dann direkt umhauen müssen. Das wäre aber wirklich sehr lame, oder? Wenn wir jetzt so lange nichts gehört haben von Turalion und den ganzen anderen Kacknasen auf den anderen Kontinenten von Azeroth. Und dann kriegen wir nicht irgendwie erzählt, was da so passiert ist, sondern direkt auf die Fresse. Naja, das können sie eigentlich auch nicht bringen. Das wäre genau derselbe Kack wie mit dem Timeskip und dann sind die Kinder auf einmal da und keiner weiß, wer die eigentlich sind, ja? Darum fehlt ja überall noch so ein bisschen, ich sag mal, Knetmasse. Ja, um das hier und jetzt mit der völligen Eskalation zu verbinden. Ich fände es ziemlich kacke, wenn wir Dragonflight beenden und dann boom, Fingerschnippen. Übrigens, während ihr auf den Dracheninseln wart, Sturmwind ist bereits gefallen. Nee, sowas bitte nicht. Das hätte schon einen fetten Impact, ja. Aber hat da wirklich mal keiner nachgeguckt? So haben wir keine Brieftaube bekommen oder sowas. Möglicherweise ein bisschen zu viel des Guten und des Schnellen, ja. Dann nimmst du ihn einfach mit Erdhuf in die Leere. Ja. Geil, da machen wir schön dann so eine AMV draus, weißt du? So ein Anime-Training-Arc, da packen wir schön Son of Man von Phil Collins in den Hintergrund und dann wie Thrall und Erdhuf zusammen trainieren, ja, mit so ein paar Jump-Cuts. Das ist die Zukunft. Balasmi, hi. Wie heißt der Sohn von Thrall nochmal? Durak, oder? Ich tue mich auch sehr schwer mit den Namen von Kindern, weil sie mich in 90% der Fälle nicht interessieren, aber ich glaube Durak war es, ja. Dadurch, dass er bei der Ork-Tradi-Questreihe dabei war und uns als Helden total abgefeiert hat und ständig seltsame Fragen stellte, ist er dann doch ein bisschen im Gedächtnis geblieben, ne? Er war wie so ein fleischgewordener YouTube-Kommentar unter einem Story-Video. Wer ist das da hinten? Bro, wer ist das da drüben nochmal und so? Und warum krieg ich schon wieder ins Maul? Oh, nee. Ich möchte das nicht, aber ich muss trotzdem Schaden drücken, Leute. Selbst wenn ich mich aus dem Leben boxe, der Schaden muss gedrückt werden. Dragonflight ist zu Ende. Risse am Himmel erscheinen und die Armee des Lichts greift an. Das wäre auch ein interessanter Twist, ne? Wir denken die ganze Zeit Leere, Leere, Leere. Und wenn die Leere angreift, dann muss das Licht reagieren. Ja, aber vielleicht reagiert das Licht einfach mal ein bisschen schneller. Ja? Ist dann doch nicht Full Anime. Die warten nicht, bis die Leere ihre Verwandlung abgeschlossen hat. Ja, bis Yogg-Saron auf einmal blonde Haare hat und ein Kamehameha entfesselt oder so. Ne, die greifen vorher an. Die unterbinden das. Das wäre auch ein interessanter Zug. Aber auch dafür haben wir nicht wirklich Hinweise. Ne? Da müssten sie mal noch irgendein Buch im Traum verstecken, wo dann sowas steht wie, ja, das ist das Tagebuch von Dryade XY und aufgrund ihrer Naturverbindung kann sie auch über die Lebensschleier in die Lichtdomäne blicken und irgendwie sieht sie da so eine Tante namens Irel, die ganz viele Truppen sammelt und Portale öffnet. Und dann wüssten wir, dann würden wir da stehen. So, wir finden das Buch, während wir gerade dabei sind, unseren Raid für Fyrak, ne? Der Fyrak-Raid, Ehre.
davor zu bereiten. Dann finden wir dieses Buch und alle Charaktere denken sich nur, hä, geil, was wird also passieren, während wir jetzt Syrak bekämpfen? Na, gutes Feeling, ja. Gutes Feeling. Vielleicht lassen sie das mit dem Buch lieber, aber kann dennoch passieren. Egal, welche Tagebücher irgendwo rumliegen und nicht, kann ja auch mal ohne Buch irgendwas passieren. Jetzt verstehe ich endlich, warum Schamanen Angst haben. Die müssen ab und an ins Gras beißen für die Erdverbindung, ja. Man kennt das, ne? Dass man sich schön so wupp, der Länge nach hinlegt. Ich glaube, langsam meine liebe Oma war tatsächlich auch Schamanin. Habe ich schon mal erzählt, die Story, wie meine Oma ihren Arm gebrochen hat. Und zwar war es im Winter an einem sehr hohen Bordstein. Ja, so richtig schön Altstadt, historisch. Darfst du nicht irgendwie alten, geheingeschränkten, was auch immer freundlich machen. Sondern ein Bordstein, den konntest du als Kind hochklettern. Weißt du, da brauchtest du Kletterausrüstung, musstest du Haken und Ösen in den Bordstein schlagen, um da hochzukommen. Ja, und Oma im Winter, schön mit zwei Einkaufsbeuteln, weißt du, links und rechts so, packt sich komplett hin, den Arm sauber auf die Kante geschlagen, sauberer Bruch. Woche später, Oma geht einkaufen, derselbe Bordstein. Junge, ich habe noch irgendwo ein Foto, da liege ich im Bett und spiele im Gameboy und neben mir liegt meine Oma mit zwei Armen im Gips. Weil sie an derselben fucking Stelle zweimal den Boden geknutscht hat und sich jedes Mal einen Arm gebrochen hat. Ach du Scheiße, also da ist die eigentliche Erklärung auch nur, dass sie Schamane sein muss. Weil anders ist so ein Unglück und so ein Timing ja eigentlich gar nicht zu erklären. Heilige Scheiße. Aber ich und mein Cousin, wir konnten schön Blödsinn auf nicht nur einen, sondern zwei Gipsarme zeichnen und schreiben. Und das wiederum war ein Grund zur Freude. Ja. Dennoch würde ich das keinem wünschen. Nee. Meine Oma war stark im Nehmen, die hat das mit Humor genommen, aber muss trotzdem nicht sein, ne? Bitte nicht nachmachen, auch wenn ihr Schamanen sein wollt. Dann lieber einen Totem schnitzen, aber immer schön weg vom Körper mit dem Messer, ne? Ihr wisst Bescheid. Dabei sieht man dann Furorion, wie er sich im Hintergrund die Nägel macht. Oh, so ein komplettes Wellnessprogramm, weißt du? Hier so einen großen Haartrockner über den Kopf gezogen. Dann die Füße in so Becken mit diesen Fischis, die die Hornhaut abknabbeln und so. Junge, der etwas andere Trainingsarg, ja. Die Fische wollen auch trainiert werden, ne? So sieht's aus. Wie hieß dann die Tochter von Thrall? Jaina, glaube ich. Oh, das wäre creepy. Oh, so einen Timeskip bekommen wir bitte nicht. Ich distanziere mich. Ne, den Namen von der Tochter habe ich schon wieder vergessen, weil ich WoW-Spieler bin und Frauen hasse. Aber gut gesaved, ne? Wäre fast unangenehm geworden, aber konnte ich mich nochmal retten. Ne, weiß sie nicht mehr. Wie hieß sie denn? Werde ich es mir irgendwann merken? Das ist meine persönliche Challenge, dass ich, bis sie erwachsen ist, mir gemerkt habe, wie die Tochter heißt. Aber vielleicht scheitere ich an dieser Challenge, ja? So, chronologische Reihenfolge der alten Götter und ihrer Generäle kein Problem. Aber Name von Thralls Kind, Bruder. Ich distanziere mich, ja? Ich bin einfach weg. Es kommt auch noch sogar dem nächsten Buch, geschrieben von Khadgar, Thema Krieg der Schuppen, genau. Wo es ja auch so ein bisschen um Vyranos und Alex gehen soll, bin ich sehr gespannt, was sie da womöglich noch aufdecken. Aber Quelle Khadgar, ne? Quelle Khadgar, oh Gott, wir werden so oft darüber reden. Und dann werden wir tief einatmen und anfangen mit damals Legion, Herz des Lichts, Questreihe und der ganze Bums. Bin sehr gespannt, was das noch so bringt an Informationen. Bin gespannt. Rese hieß sie. Oh Gott, ja, Rese. Ja, das ist aber auch ein Name, also ist schon auch gut, wenn man den vergisst, oder? Ist im Endeffekt ein Vorteil für alle. Wenn man einfach sagt Mini-Agra, dann ist das, glaube ich, eine Aufwertung, oder? Rese. Okay, ja. Ich werde es innerhalb dieses Runs vergessen haben. Ich habe gerade überlegt, wo speichere ich das jetzt? Ja, gehe ich so Sherlock-mäßig in meinen Gedankenpalast und wo lege ich jetzt den Namen Rese hin? Aber der Zettel, wie so eine Vivre-Card bei One Piece, der hat sich einfach aufgelöst, weißt du? Einfach, wupp, während ich ihn irgendwo hinlegen wollte, plopp, weg ist er. Scheiße. Vielleicht muss ich mir das nicht in so einem persönlichen Gedankenpalast merken, sondern eine ganz eigene Blau- und Schlau-Folge. Blues Clues, ja, muss ich mir zusammenspinnen und dann jedes Mal, wenn die Frage kommt, drei Hinweise finden, die ich dann am Ende zum Namen Rese zusammensetze. Das wäre die einzige Möglichkeit, fürchte ich. Scheiße, in Ablage P, ja, P wie Rese, Rewe.
Oh, Rese, Rewe, das ist gut. Eine Eselsbrücke. Ja, schön. Mobslero mit der 38. Vielen Dank. Oder Käse. Käse im Rewe. Rese, das ist gut. Käse, Rewe. Ja, ich versuch's mal. Guter Tipp. Ich sehe, ihr seid da fit. Ich habe auch früher, gerade im Deutschunterricht, habe ich mir viele nerdige Eselsbrücken immer wieder gebaut. Meist mit Pokémon-Begriffen, wenn es sich angeboten hat, weil ich damals noch deutlich mehr Pokémon auch gespielt habe. Und da gab es zum Beispiel, was waren das? Reimschemen, glaube ich. Die hießen sowas wie Jambus und Dactylus. Und Dactylus konnte sich kein Schwein merken, außer mir, weil ich an Aerodactyl gedacht habe. Und wenn dann irgendein Test kam und man sollte diese Versmaße und Reimschemen aufschreiben, dann hatte ich als erstes immer Dactylus geschrieben, weil ich einfach an Aerodactyl denken musste, Bruder. Also Gaming bringt einen eindeutig weiter, wie diese hunderten Beispiele gerade gezeigt haben. Pokémon ist immer die Rettung. Ich sag's, wie es ist. Jetzt wissen wir es aber. Kraft hat sein Timing von seiner Oma. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich aber manchmal auch. Ich heule schon über meinen Knöchelbruch. Ja, das reicht ja auch, oder? Für die nächsten Jahre gute Besserung auf jeden Fall. Da muss man sich dann an dem Ultra-Super-Triple-Bruch und so nicht zwangsweise ein Vorbild nehmen. Das würde ich auch eher nicht empfehlen. War eher so Anti-Werbung für solche Aktionen, ja. Scheiß, heute nicht zu Hause, oder? Wirst du mutig? Ja, kommt gleich so ein Kochlöffel geflogen, meinst du? zwar kommt der Kochlöffel geflogen, aber auch eine Interview-Einladung von RTL. Ja, so gleicht sich dann alles aus im Leben. Und je nachdem, was dann zuerst im Müll landet, tja, kann man da zumindest auch noch ein paar schöne Anekdoten drüber erzählen. Das ist der Vorteil. Irgendwann habe ich mir ja angewöhnt, also nur so habe ich ja auch die Zeit in der Berufsschule überstanden, ne, mit all diesen Denkverweigerern, die ich da in der Klasse hatte. Weil ich immer dachte, naja, wenigstens hast du nach diesem Tag der geisteskranken Psychosen und Nervenzusammenbrüche eine schöne Geschichte für einen Stream oder für die nächste Party eine tolle Anekdote oder wie auch immer. Weil anders habe ich das nicht ausgehalten. Ich habe mich ja irgendwann in der Berufsschulklasse selber therapiert, weil ich einen extra Block dabei hatte, auf dem ich dann Zitate aufgeschrieben habe, um die dann wiederum in extra Talk-Folgen auf YouTube zu gießen. Und das war meine Therapie. Ne, nochmal aufschreiben, nochmal gucken, ob das da wirklich so steht, solange es frisch ist, nochmal überlegen, ob die das wirklich so gesagt haben. Und ja, ja, Wahnsinn. Muss ich sagen, Berufsschule, das wäre das einzige Kapitel meines Lebens, wo ich nicht mal irgendwas ausschmücken muss. So, jede gute Geschichte verdient es ja, ausgeschmückt zu werden. Aber A, sind das sehr schlimme Geschichten. Und B, geht das sowieso nicht, weil das ist schon der Olymp immer gewesen. Scheiße, Mann. Ich finde dann Reese aber echt besser. Agra heißt ja eigentlich Agralan. Agra ist ja nur die Kurzform, das ist richtig. Reselan. Ja, das klingt noch merkwürdiger. Aber Reese, ja, das ist schon okay. Oder Reese, oder was wir gesagt haben. Reese, Reese, mal sehen, wie sie dann letztendlich heißen würde. Müsste man auch mal so ein bisschen baiten. Müsste man beim Q&A auf der BlizzCon eine Frage stellen. So, hier, Chris Metzen, wie heißt nochmal die Tochter von Thrall? Und dann überlegt er, sage ich jetzt Reese, sage ich Reese, sage ich Käse, sage ich Rewe. Junge, so viele Möglichkeiten, ne? Wie damals mit Vulpera und Vulpera. Das war ja auch ein Schlachtfest, ne? Als die ersten Trailer kamen. Und man hatte nur dieses Wort und keiner wusste, wie spreche ich das jetzt aus. Und dann gab es so jahrelang Kleinkriege, ne, zwischen den Gruppen, die sich das dann anders angewöhnt hatten, als es dann in der Synchro klang. Und oh, Junge. Ein Command für Social Media haben wir, glaube ich, nicht, aber unterm Stream. Da müsstest du die ganzen Panels finden. Da ist dann Insta, Twitter und so weiter auch alles verlinkt. Hoffe ich zumindest. Ich sehe schon. Jetzt merkt er sich Supermarkt und Käse und dann kommt Aldi Membert oder so raus. Ja, da kommt dann Knusperfilet oder so. Da kommen scharfe Knacker an Kasse 3, so heißt das Kind. Ja, Tütensuppe von Maggi, toller Name. Blizzard hat ja mit der Anfängerinsel ein alternatives Startgebiet erschaffen. Aber glaubst du, sie werden die alten Startgebiete auch nochmal überarbeiten? Würde mich tatsächlich wundern. Ich könnte mir eher vorstellen, dass wir diese Anfängerinsel immer nochmal überarbeiten und verändern. Aber die alten Startgebiete, also im Rahmen von einer ganzheitlichen Weltüberarbeitung natürlich dann, ne, grafisch, vielleicht storytechnisch angepasst oder.
Aber das klang ja nicht so, als würden wir das mit 11.0 schon bekommen. Wenn aber, dann sollten die natürlich auch nochmal, wupp, wie Bett- und Bankkonto sauber überzogen werden. Das ist aber, denke ich, nichts, was jetzt irgendwie Priorität hat, ne? Zumal ja gerade in Retail eigentlich das Ziel mittlerweile ist, auch möglichst schnell aus diesen Gebieten wieder rauszukommen. Da denke ich, dass zumindest in zeitnaher Zukunft die Bemühungen in die Startinsel fließen. Und da glaube ich auch an einigen Punkten noch Luft nach oben ist, ne? Ballanty, hi. Sowas hatte ich auch. Da stand da so, ein Lehrer hat an Tafel zweimal am Stück seinen Namen falsch geschrieben. Oh nein. Und er hieß einfach Müller oder so. Oh Mann. Häng mich kurz an ihr dran, muss mal fix weg. Alles klar. Ich bin verantwortlich für diesen guten Spieler. Von den Shadow Warriors. Bro, warum hast du in deiner Gilde den Rang inaktiv? Du bist da online. Oh Gott. Oder weil er jetzt AFK gegangen ist. Ne? Direkt wupp, Gildenrang runter. Der spielt nicht mehr. Der ist AFK gegangen. Der muss raus. Ja. Frechheit. Aber dann laufe ich mal ein bisschen ohne Rollen und so weiter. Sonst bin ich ihn gleich los in Armen. Das möchte ich nicht. 26 Tage bis zur BlizzCon. Ja, ist wirklich nicht mehr lange, ne? 26 Tage. Das hat ja gerade dieses Jahr mit all den Games, die so rauskommen, die wir letztes Mal so schön besprochen haben, gar keine Relevanz. Was sind denn 26 Tage? Also, kannst du ja in der Tüte rauchen. Hör mal. Gnolde, was geht? Vielleicht ist das Gebiet vom neuen Startgebiet einfach das vom neuen Addon. Oh, das wäre eine interessante Verknüpfung. Habe ich ihn verloren? Wo ist er hin? Oder er ist schon wieder da. Ich sehe ihn nirgendwo stehen. Okay. Das wäre eine interessante Verknüpfung, ne? Dass sie das, was ich sag mal so ein bisschen random rumschippert, dann doch schon irgendwie mit angliedern. Ja. Das fände ich ganz cool. Ich denke nicht, dass sowas Priorität hat. Aber das wäre natürlich bemessen am Flow für neue Spieler auch. Ich sag mal nicht uninteressant, ja. Weil jetzt bist du ja doch recht zerrissen in deinem Tun. Und ich find's gut und richtig, dass sie nicht nach dieser Startinsel und diesem Probedungeon mit NPCs irgendwie sagen, du kommst jetzt in die Shadowlands, um danach dann wieder nach Azeroth und auf die Dracheninseln zu kommen, sondern als Anfänger musst du ja BFA spielen, ne? Das ist auch ein bisschen geerdeter, da lernst du die Fraktionen kennen und so weiter. Das schon ganz gut, aber dann wieder dieser Anschluss-Cut zum Neuen. Lässt sich alles irgendwie noch ein bisschen besser machen und vielleicht ist das nächste Addon schon genau die Brücke, die, ja, diese Verbindung dann schlägt, ne? Die diese Verbindung bildet. Und da lassen Sie es bitte, mich mitten in der Nacht zu lecken? Niemals. Gnolde schwitzt abends sehr viel und ist dann wie so ein Salzleckstein, der manchmal in Pferde- und Ziegengehegen so rumsteht, ja. Und da sehe ich mich dann auch. Manchmal bin ich auch nur eine kleine Ziege. Da entstehen sonst noch Gerüchte, wenn das jemand auf Xitter postet. Xitter klingt aber auch richtig gefährlich, oder? Bisschen wie Babysitter. Naja, jedem sein Fetisch. Der Bruder hat nochmal geschrieben. Das mit dem T2-Sub überlege ich mir nochmal. Hallo? Ich decke hier Missstände von deiner Gilde auf. Du hast den Rang inaktiv. Hast du das mitbekommen? Dann musst du dich beschweren. Beschweren. So. Ja, ist immer ein bisschen Risiko, ne? Wenn man sich bemüht, Missstände aufzuklären. Das kann auch nach hinten losgehen, ne? Zack. Auf einmal weniger Kohle. Oh, oh. Gefährliche Zeiten für uns alle, Freunde. Apropos Tüte rauchen. Welche Wirkung hat nach Lord Teufelsgras in Netherstoff gewickelt geraucht? Das sind die wahren Fragen. Ja, das sind auch Fragen, die wir hoffentlich beim Q&A bekommen. Tja, Teufelsgras, da ist vermutlich ein bisschen Fellenergie mit drin, ne? Das heißt, du kannst auf jeden Fall Farben schmecken. Und du kannst dir höchstwahrscheinlich danach auch mit den Toten unterhalten. Ob das daran liegt, dass du deren Stimmen wirklich hörst und die Schleier gedanklich durchdringst, oder weil du selber daran zugrunde gehst, das ist bisher noch nicht ausreichend untersucht worden. Unser Shami schreibt noch, oh, jetzt ist er zensiert worden, nee, da ist er. Ja, weil ich nicht mitraide, aha, und ich hab dich doch verloren, scheiße. Leute, wir müssen abbrechen, wir sind aufgeflogen. Wir können nicht mehr observieren, es ist alles schiefgegangen, scheiße. Nächste Woche wird geil. Morgen von 15 bis 20 arbeiten, dann 2 Tage frei, dann 2 Tage arbeiten und Samstag wieder frei. Ja, das ist entspannt, oder? Ah, das habe ich in der Schulzeit immer sehr genossen, wenn man sowieso so flexible Ferientage hatte
und dann noch ein Lehrer krank war oder so, dann war es immer ultra pain, für irgendwie 2 Stunden oder so zur Schule zu kommen. Aber dann war man zumindest wach so. Das war in der Schulzeit, wo ich auch noch Energie hatte, wo ich kein Mittagsbubu brauchte und so. Das war in der Berufsschule dann schon wieder anders, ey. Da war man dann schon irgendwie 20, na, da gehört man schon zum alten Eisen. Und dann einfach morgens hin, alle so halb am Pennen, scheiße, morgens direkt Doppelblock Geschichte. Und dann danach aber einfach frei, ey, alle zum Bocker. Und schön irgendwie ein paar Schokohörnchen gegönnt, ja, ein bisschen gesabbelt und dann direkt im Park saufen gewesen. Nee, aber nach Hause und WoW spielen, ey, ganzen Tag gehabt, mitten in der Woche. Na, schon immer geil gewesen. Frag mich bis heute, warum Illy dann sich einen großen Puff im BT eingerichtet hat. So gefrustet gewesen wegen Tyrande. Ich würde sagen, ja. Obwohl sicherlich auch diverse Oberdämonen hier ihre Finger im Spiel hatten. Das kommt bestimmt auch noch mit dazu. Aber auch so ein Illidan, der hat auch harte Tage und muss sich hier und da mal abreagieren. Ha? Das bleibt nicht aus. Habe ich jetzt irgendeinen Whisper noch vergessen? Nee, ne? Verloren, Gilde, ja. Ich habe euch zwar verloren, aber auch wiedergefunden, Freunde. Das ist ein Grund zum Feiern. Warum heißt das eine Kraut eigentlich Katschkas Schnurrbart? Der hat doch gar keinen. Ja, nicht mehr, oder? Ich glaube, das alte Modell, das hatte einen Schnurrbart, als er noch mit diesem langen weißen Bart und dieser ranzigen Pixelrobe da in Schatt rumstand. Da hatte er, glaube ich, einen Schnurrbart. Oder war es noch was anderes? Ich weiß, dass wir das schon mal als Thema hatten. Aber ich glaube, ich habe es damals mit dem alten Modell geklärt. Mittlerweile hat er ja einen Rasierer gefunden. Vielleicht auch irgendwo in Karasan, irgend so ein altes, verrostetes Teil, weißt du, von Medivh. Hoho! Boy! Dabei habe ich nie gesehen, dass Medivh sich im Gesicht rasiert. Naja, kurze Geschmacksprobe. Schmeckt irgendwie wie so eine frische Tüte Sardellen. Na dann mal ran an die Oberlippe, oder? Ich hoffe, du wirst einmal die ganze Eröffnungszeremonie restreamen und dann den ganzen WoW und Warcraft-Teil. Ja, bei Diablo News kann man ja Werbung einspielen. Das ist eine sehr gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee, ja. Die werde ich nahezu 1:1 so übernehmen. Au! Aber ja, das kommt dem Plan ziemlich nah. Also alles, was wir restreamen können, und das scheint alles zu sein, werden wir, denke ich, mitnehmen, ja. Und ist halt ein Special-Event, darum, auch wenn das ein paar Tage in Anspruch nimmt, dann ist das, glaube ich, etwas, was wir uns gönnen können, ja. Oder was ich mir selber ja auch gönnen will. Darum bin ich da voll dabei. No way, dass ich wirklich 2 Einhandwaffen bekommen habe. What? Junge, das ist ja ultra insane. What the hell, bro? Okay, I take it. Vorhin noch gemeckert, ne? Jetzt brauche ich eine 2. Einhandwaffe. Naja, wer nicht schreit, bekommt auch keine Milch, oder? Ausgezeichnet. Wie heißt der Sohn von Thrall? Bocker. Ja, Bocker und Rewe, ne? Man kennt sie, die beiden. Legenden in Ausbildung, ja. In the making. Die Frage mit dem Schnurrbart habe ich dir mal vor einem halben Jahr oder so gestellt. Geil, Kronox erinnert sich sogar. Ja, es sind halt so Sachen, die man manchmal im Kopf hat, ne? Ist so. 10.000 Jahre alleine im Knast. Hashtag FreeRockTool. Grüße gehen raus. Da wollte er bestimmt an jemanden ran. Das könnte sein. Immer nur in die Wand. Das tut auch irgendwann weh, selbst wenn man Zentimeter dicke Hornhaut hat. Ja. Darum ist das vielleicht auch aus Eigeninteresse entstanden und nicht wegen der Dämonen-Obermutti. Denkbar, ja. In BC hatte er einen richtig langen Bart. Das war richtig so zum Bodenwischen. Ne? Darum war es auch immer sehr sauber und reinlich um ihn rum. Und weil er da nicht gratis arbeiten und ganz Schatt säubern wollte, gab es ja diese schreckliche Quest mit dem Diener, der uns dann stundenlang in Schritttempo durch die Stadt geführt und uns alles vorgestellt hat, ne? Es lag auch daran, dass Kat gar nicht gratis putzen wollte, ha? Der kennt seinen Wert, ja. Von wegen Rasierer, Katka hatte eines Morgens versehentlich auf Feuer umgeskillt, oh nein. Ja, sonst immer so ein bisschen Frost in die Hand gezaubert beim Aufwachen und dann schnell ins Gesicht geklatscht, ne? Wie so einmal kaltes Wasser in die Fresse, bist du wach? Und dann hat er aber auf Feuer umgespeckt und das vergessen, ja. Zack, Augenbrauen weg, Bart weg, ne? Alles weg, Junge. Haus weg, Bett weg, alles weggebrannt. Darum musste er dann nach Karasan ziehen, ne? Das hängt zusammen, ja. Welches Item-Level braucht man für einen Tempel? Das ist egal. Weil ist ja Zeitwanderung, ne? Wirst eh entsprechend skaliert. Maximalstufe wäre schön.
Und dann gerne irgendwie alte Items anlegen, die gut skalieren. Wenn man da noch irgendwas auf der Bank hat, Herz von Azeroth, alte Legis, irgendwie Schattengram oder sowas, ja. Das ist tatsächlich wichtiger, würde ich sagen, als dann dein genereller GS. Wobei der natürlich auch implizieren kann, dass dann, egal wie du skaliert wirst, trotzdem deine Werte super passen und dein Schmuckstück richtig geil mit reinsimmt oder wie auch immer. Aber das sind jetzt nicht unbedingt Sachen, auf die wir in BT achten müssen. Darum eigentlich egal. Ich möchte übrigens anprangern, dass hier Leute meine Gefühle verletzen und keine Rücksicht nehmen, dass ich volle 5 Tage und damit 35 Stunden arbeiten muss die kommende Woche. Das ist ja geisteskrank, Mann. Ist das überhaupt erlaubt? Ich weigere mich, das zu glauben. Was für eine schlimme Vision der Zukunft, oder? Charaktereditoren sind echt meine Endgegner. Habt ihr gerade noch mehr erstellt in Age of Wonders 4? Ihr wolltet zum Thema Nerd noch was loswerden? Ich gehe immer Full Azeroth und Full Star Wars. Ich kann einfach nicht anders. Ich bin halt ein Nerd und verdammt, ich liebe es. Ja. Es gibt ja auch nochmal eine Unterscheidung zwischen Nerd sein und dieser richtig unangenehme Nerd sein, ne? Oh, boy. Und den muss man wirklich stark unterdrücken. Das ist mir bei mir ein persönliches Anliegen und wenn ich dann Nerd-Brüder oder Schwestern sehe und merke, die driften jetzt in so eine unangenehme Ecke, dann muss ich die auch zur Seite nehmen und sagen, nee. Bruder, Obacht. Obacht, gib jetzt RTL kein Futter. Bitte, reiß sie ein bisschen zusammen. Und was passiert hier gerade, Leute? Das ist auch gerade diese unangenehme Situation, ne? Das ist so der Moment, wo man innerlich diese große Hornbrille mit dem kleinen Finger hochschiebt und dann sowas sagen will wie, ja, naja, aber das ist gar nicht das richtige Ja, das ihr da in eurem Witzbild verarbeitet habt. Und dann muss ich sagen, Bruder, ganz ruhig jetzt. Momentan auch wieder so ein Beispiel. Es gehen aktuell Memes rum mit, ich sag mal, bekannten Songs. Und zwar auf so Mittelaltermarkt getrimmt, so. Bekannte Superhits, ja, Welthits und dann mit so einer hölzernen Blockflöte gespielt. Und dann das als Hintergrundmusik, als Hintergrundbild, das Bild einer mittelalterlichen Taverne. Und dann irgendein Dude oder eine Oma der Neuzeit, die dann so schlecht ausgeschnitten in dieser Taverne per Fortnite-Tänze macht oder so. Und drüber steht dann sowas wie, wenn das Leben echt scheiße ist, aber in der Taverne dein Lieblingssong läuft und du morgen Tickets für eine Hexenverbrennung hast. Und dann dancet da diese Omi zu irgendwie, was weiß ich, Bruno Mars auf einer Holzflöte und im Hintergrund so eine Mittelalter-Taverne. Ja, Meming, ihr wisst, es ist auch immer Pain, wenn man es erklärt, aber hatte jetzt auch keinen Star zum Abspielen. Und da gibt es dann halt Leute innerhalb dieser aktuell aufstrebenden Mittelalter-Meme-Bubble, ist halt total bescheuert, ist halt auch mein Humor wieder, ja, so ein Blödsinn einfach. Die dann da wirklich mit Jahreszahlen arbeiten und sowas schreiben wie, wenn du im Jahre 1188, ja, zur Hexenverbrennung gehst, aber deine Frau irgendwie mit einem Fasslieferanten abgehauen ist und so weiter. Und dann schreiben Leute darunter, ja, das ist ja ein schönes Witzbild, aber im Jahr 1188, da gab es noch gar keine Hexenverbrennungen. Und ich denke, Bro, lass dich zur Seite nehmen. Das ist nicht der richtige Ort und nicht der richtige Zeitpunkt, um das zu benutzen. Weißt du, wie Professor Eich früher, wenn man im Poké-Center aufs Fahrrad wollte. Lass es sein, Junge. Bitte, ich bitte dich, wirklich. Mann, das sind so diese Momente, wo ich denke, ja, ey, wir sind doch beide Nerds, aber warum hast du es jetzt nicht geschafft, den Text wieder zu löschen? Welche Kraft hat dich dazu gezwungen, auf Enter zu drücken, Mann? Ach, Junge. Er hat das von Mike Ibarra nicht mitbekommen, ne? No Pirates. Weil irgendwie hat er ja die Enter-Taste trotzdem gedrückt. So ist es manchmal. Das sind so diese Nerd-Momente, die dann wieder schlimm sind. Ja, aber sonst, ich liebe das Nerdige. Heilige Scheiße. Ich hab neulich, was war das? Gestern, glaube ich sogar, in irgendeiner Insta-Story gesehen, das war, glaube ich, auch in einer, hallo, ich glaube jetzt hier mal kurz drauf, davon war alles immun. Bam, 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 so, bin wieder weg. Da war das Nähe Köln, ich weiß nicht, in irgendeiner Großstadt, war so ein kleines Indoor-Festival, so eine kleine Party, die hieß auch irgendwie Free Your Nerd oder so. Und da waren halt auch nur Nerds. Also richtig, du hast sie gesehen und ich will eigentlich nicht oberflächlich sein, aber ich hätte gewusst, ich rufe für die Horde und die Antworten, weißt du? Waren welche von uns, ja.
Und gelaufen in dieser Diskothek an diesem Nerdabend ist auf einmal das Wings Club Opening. Bruder, und da wird natürlich mitgeschrien, das ist natürlich logisch, ja, aber das ist wieder was anderes, als dann eben zu sagen, naja, aber das ist jetzt auch nicht das originale Opening, Bro, ich muss dich zur Seite nehmen. Bro, ich muss dich an der Stelle unterbrechen, ne? So, genug der Beispiele. Ich glaube, ihr kennt alle diese Situation. Ich hoffe nicht 24/7 von euch, weil wenn doch, habe ich jetzt schlechte Nachrichten als Fazit, ja. Aber generell heller als Licht. So muss es nämlich sein. Ach man, schön. Es gibt diese und jene nerdige Situation, oder? Nicht weinen, Gnolde, sagt Mone. Ich darf auch die nächsten 3 Tage um 7 die Kita aufschließen und am Mittwoch einen 10-Stunden-Tag tanzen. Aber als Belohnung gibt's nächste Woche wenigstens endlich das neue Auto. Geil. 2 Monate früher als geplant. Sowas kann passieren? Wow. Bei dir gibt's doch sicher auch was Nettes nächste Woche. Ja, Gnolle, man muss sie auch was gönnen dann natürlich, ne? Man muss sie auch was gönnen. Können die jetzt eigentlich mal umfallen hier? Das ist ja nicht zu ertragen. Wie lange hält denn deren Immunität hier gegen körperlichen Schaden? Ich fühle mich persönlich beleidigt. Dankeschön. Ja. Die haben jetzt wirklich alle als Milis auf die Tante getrommelt, die 3-mal hintereinander körperlich immun waren. Und wir haben so getunnelt, Junge. Keiner ist woanders hin. Lieben wir. Heute letzter Urlaubstag. Nein, Kainos, doppelt. Ab morgen wieder jeden Tag Leute beleidigen und sterben zum Arzt fahren. Scheiße, gar keinen Bock. Oh nee. Hexenverbrennung? Wer will meinem Demo ans Leder? Wenn wir an den Jaradin-Boss denken, ha, da werden auch gerne Hexen verbrannt. Eigentlich alles, was brennen kann, ja. Sogar Feuermagier werden da verbrannt. Belastend. Was geht hier für ein Raid? Diese Woche ist TBC-Zeitwanderung. Darum sind wir im Schwarzen Tempel, der dann wieder aktuell skaliert ist. Sollen wir die Gruppe nochmal einteilen oder alle in die Mitte-Taktik? Wir versuchen das ruhig mal, würde ich sagen. Der liebe Gönner war in einer TBC-Gruppe drin. Und da haben sie sich nicht auf die Gleven verteilt, sondern sie standen einfach alle in der Mitte rum und nur die Tanks sind zu den Gleven. Also schon so in der Mitte, dass die Elementare euch anchargen können, ohne dass sie Enrage gehen. Ja, also nicht irgendwie worauf klettern in der Mitte oder so, sondern schon, ne, zwischen den Gleven. Denn das Ziel ist es ja, zu vermeiden, dass die Elementare so weit wegchargen, dass sie die Verbindung zu ihrem Spawnpunkt verlieren und dadurch alles one-shotten. Das ist echt scheiße. Darum diesmal der Plan. Ein Tank links, ein Tank rechts. Und wir laufen alle zu einem Punkt in der Mitte. Ja, das ist wohl so eine neue Taktik. Ich weiß es nicht. Bin da Oldschooler. Ja. Aber wir testen das. Wir lassen neue Einflüsse ja zu. Wenn es scheiße ist, dann können wir es immer noch anders machen. Schneeflug, hi. Bin mal essen. Bis später, Nickel. Guten Hunger. Was Tolles in der kommenden Woche? Nee, nicht mal den Mettwoch machen wir, weil wir auf die Rückkehrer aus dem Urlaub warten. Was ist denn das für eine Begründung? Da ist einfach mehr Mett für euch dann da, oder nicht? Schlimme Zeiten bei Gnolde. Zum Thema Auto habe ich auch eine Story. Unser neues Auto kam auch 2 Monate früher, durften es dann aber 3 Wochen später abholen, weil sie im Werk schon ein Kabel eingeklemmt haben, was dann einen Kurzschluss verursacht hat und die Batterie leer geballert hat. Und jetzt, 5 Monate später, ist unser Nachbar ins parkende Auto gefahren. Wow. Wow, musst du dann deinen Namen nicht eigentlich ändern in Unlucky Seven? Oder? Hey, Mann. Da musst du eigentlich Twitch schreiben. Ich brauche einen neuen Namen, Leute. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, ja. So kann man gar nicht denken, oder? Wie blöd das Leben einem manchmal zuspielt. Gut, Freunde, Illidan, ansonsten in Phase 1 raus aus den blauen Wirbeln auf dem Boden, ja. Und davon abgesehen bin ich schon wieder eine Hexe. Baby Blocksberg ist jetzt auch dabei. Und ansonsten zu Totenkopf, ja, wenn die Elementare kommen, versuchen ein bisschen aufzuteilen. Gucken, dass ihr wirklich richtig steht, weil sonst bei uns allen das Licht ausgeht. Und wenn ihr einen Debuff habt, dann bitte raus aus der Gruppe ein bisschen. Weil wenn der abläuft, dann kackt ihr so kleine Schattenbestien-Dämonen und die rennen dann zu anderen Spielern hin und springen in die rein und die kacken dann wieder kleine Dämonen aus. Also die müssen wir einfach töten, bevor sie andere erreichen. Und das geht am besten, wenn ihr einfach euren Purpose ein bisschen aus der Gruppe schafft. Ne? Das ist der Plan. Okay, gehen wir mal rein.
gucken uns das mal an und sind gespannt, was uns erwartet. Denn wir wissen nicht, was uns erwartet, Illidan, my man. Da sind wir. Ja, als ich Urlaub hatte, haben die auch einen gemacht und nicht berücksichtigt, dass ich nicht da war, machst du nix. Mein einer Kollege, der Ex-Fitness-Trainer, hat einer 5 Mettbrötchen statt der vorgesehenen 2 bis 3 pro Person gegessen. Junge. Ja, ganz ehrlich, bei so einem schönen Mettbrötchen, da könnte ich auch nicht an mich halten. Müssen wir uns die Woche, glaube ich, auch mal wiederholen. Dann muss hin und wieder schön dick mit Zwiebel und so, ne? Geil. Modern war ja auch vor gar nicht allzu langer Zeit im Spreewald unterwegs. Irgendwie ein bisschen Wellness-Wochenende. Hat er auch schön Gürkchen aus irgendeiner Manufaktur noch mitgebracht, ey. Ohoho. Schöne Mettgurken, frisches Brotplatte, weißt du? Und danach Insolvenz anmelden. Dies ist der Weg. Ja, moin. So, Illidan, du gehst auf die 60% zu. Das finden wir gut. Das heißt, wir machen uns jetzt alle in die Mitte. Erster! Ey, ich hab gewonnen. Sehr gut. Und wirklich alle. Ja, jeder Einzelne bitte. Bitte, bitte, bitte. Bälle, bälle, bälle. In die Mitte. Und dann, ja, verteilen wir uns jetzt ein bisschen. Ne? Sehr gut. Ah, das sieht schön aus. Guck mal an, wie schön wir kuscheln können. Ja, ja. Ist ja Cross-Faction, ne? Aber wir haben trotzdem eine Kuschelhorde, Leute. Großartig. Hey ho, hab den Verstärkerrufer mal ausprobiert und finde ihn eigentlich ganz geil gemacht. Macht mir Spaß. Ja, nachvollziehbar auf jeden Fall. Nachvollziehbar, so soll es ja auch sein, ne? Es gab ja auch einen Haufen Änderungen. Und man ist ja auch gern gesehen in den Gruppen, ne? Das ist ja auch nicht jeder gewohnt momentan. Darum, ausprobieren kann immer nur Vorteile haben. Entweder man verliebt sich neu oder man merkt direkt, was man auf keinen Fall irgendwann und irgendwo spielen möchte. Wie es so ist. Und auch das kann hilfreich sein, in einer Zeit der medialen Übersättigung, sogar innerhalb eines Spiels. Das kann tatsächlich zu starken Schmerzen führen. Kraft spielt Monk, will ich wissen, wie seine Talente aussehen. Nee, die zeige ich dir auch extra nicht. Weil du hast ja nur noch einen Tag Urlaub, ne? So wollen wir dich dann nicht irgendwie in den Dienst wieder schicken. So sieht's aus. Illidan, 50% hat er noch, der Eumel. Aber bisher, wir haben nicht einen Toten. Wir hatten so schnell so viel Schaden auf die Ads. Also ich glaube, selbst wenn die halbe Gruppe jetzt umfällt, was keine Herausforderung ist, dann wird es höchstwahrscheinlich ziemlich schnell eskalieren. Und zwar in Richtung Tod von Illidan. Glücklicherweise nicht in Richtung Tod der Gruppe, hoffe ich. Weil auch unsere Heiler machen einen super Job. Also das war bis hierhin schon mal eine echt schöne BT-Gruppe. Und da schaffen wir definitiv auch noch einen zweiten Run gleich. Das ist ja zeitlich nahezu perfekt hier. Meine Bitte ist nur gleich wieder, falls ihr aus der Gruppe zügig raus wollt, aus Gründen, ja, weil wir alle besonders schlimm nach Magi stinken oder was weiß ich, dann bitte trotzdem solltet ihr ein Reittier ziehen, das noch im Raid-Chat posten, einfach für unsere ganz interne Statistik. Der schlimmste Run bisher war tatsächlich ohne auch nur ein Reittier. Der beste Run bisher war einmal Feuerlande, 5 Mounts, ja. Und das ist möglich, das kann wieder passieren, so wie auch Silvi theoretisch 3 Legi-Bögen auf einmal droppen kann. Aber Theorie und Praxis, ne, die sind manchmal so eine Sache, ja. Die sind so eine Sache. Jetzt kann ich Kaino ganz kurz jumpscaren, Alter. Da waren sie, die Talente. Aber ich glaube, die habe ich von dir sogar geklaut damals, als sie anfing, ein bisschen mehr Spaß am Monk zu haben. Da klaue ich dann ab einem gewissen Punkt einfach die Skillungen von Raid-Membern. Und meistens stelle ich die dann noch ein bisschen um, wenn die zu viele Active-Talente drin haben, weil ich bin ja so eine faule Passive-Mutti. Oh Gott. Direkt die Augen am Bluten. Aber das mache ich eigentlich ganz gern, ne? Wenn ich Leute kenne und weiß, okay, die können das ganz brauchbar spielen. Oder sogar perfekto, Junge. Wie natürlich jeder in unserer Raid-Gruppe. Dann ist das immer schnell gemacht, ne? Dann hat man zumindest eine Basis, wo man ja auch im Idealfall schon mal so ein bisschen gesehen hat, ne? Wie das funktioniert und in welchen Phasen die mal noch ein Dev-CD ballern können. Oder hat man ja so ein bisschen Passiv-Erfahrung durch Beobachtung gesammelt. Das hilft mir tatsächlich, weil gerade wenn Bosse eingespielt sind und ich als Tank gerade nichts aktiv zu tun habe,
gucke ich halt schon so ein bisschen, was machen die anderen, warum ist der jetzt so weit oben im Schaden, war das irgendeine CD, war das ein Schmuckstück, ne, und darauf kann ich dann häufig schon so ein bisschen, ja, so ein bisschen aufbauen, ne? Hat man eher eine Basis, als wenn man jetzt, was weiß ich, irgendwie 20 Guides gelesen hat oder so, weil du hast es schon mal in-game richtig gesehen. Darum skill ich extra nur Müll. Sehr gut, an den Punkt habe ich tatsächlich nicht gedacht. T-Morg, ich glaube nein, weil wir noch einen zweiten Run schaffen wollen heute. Ansonsten bei der großen Gruppe, da weiß ich jetzt nicht, wie es zeitlich sonst vielleicht ein bisschen knapper wird oder nicht. Deswegen hoffe ich, ihr seid fein damit, dass wir zugunsten von mehr Runs ein bisschen Zusatzbums drumherum heute skippen. Ja. Ansonsten aber generell schon. Also wenn wir nicht, ich sag mal, einen strafferen Zeitplan haben, dann könnt ihr auch bei Time Walk gerne T-Mog zeigen. Nur heute habe ich ein bisschen Angst um die Zeit, weißt du? Ey, Allahs Asche, für den Gönner sogar, oder was? Jawollo, Junge, guck mal. Da hat er ihn, GZedi. Einmal Allahs Asche, zweimal Allahs Asche. Sehr, sehr cool, wenn ich weiß, wo die herkommen. Mittlerweile die Zeitwanderungs-Weekly, den Raid-Endboss-Kill betreffend. In der Kiste können Reittiere drin sein. Oder halt nur Pets, wie zum Beispiel bei mir. Bots. Oh, und dicke Schuhe hier. 26 Item-Level-Upgrade. Das schmeckt. Würde aber sagen, ein Illidan-Kill. Und zweimal Allahs Asche nehmen wir mit, oder? Sehr, sehr fett, ey. Ist auch immer noch ein wirklich schönes Mount, muss ich sagen. Wirklich schön. GZedi, ja, und Dankeschön für den fabelhaften Run. Sorry an alle T-Mog-Zeigwilligen, aber speichert das Set gut ab. Bin mir sicher, demnächst ergibt sich nochmal eine Gelegenheit. Jetzt müsste ich hier nur nochmal ummoggen, bevor ich dann umlogge und wir den nächsten Run starten können. Was passt denn so ungefähr? Nur damit es nicht völlig nach Katastrophe aussieht, ja. Das kommt, glaube ich, hin. Sehr schön. Noch einer! No way! Dreimal Allahs Asche! Warte, viermal? Wait. Wait a minute. Erster, Teldrissa. Zweiter, Shirayuki. Dritter, Barenas. Vierter, Tadrissia. What the fuck? Es sind, haben die sich jetzt vermehrt durch Zellteilung oder was? Viermal. Okay. I take it. Ein Illidan-Kill. Viermal Allahs Asche, Bruder. Let's fucking go. Skippe, habt ihr oder braucht ihr? Wir machen Full Run. Dankeschön. Danke, danke. Wir machen erstmal Full Run. Und ich glaube, meine Schuhe passen noch nicht, oder? Die waren, ja, jetzt neu, genau. Habe ich doch gerochen hier. Habe ich gewittert. Cool, so darf die nächste Runde auch sehr gerne aussehen, würde ich meinen. Dann gehen wir hier mal raus. Und dann muss ich noch in Valdrakken abgeben. Und dann logge ich auf. Mit wem wollte ich vorhin? Eigentlich muss ich mit dem Rogue. Eigentlich muss ich mit dem Rogue. Der hat, glaube ich, auch Anfang 400er Gear. Bisschen Gifte, bisschen Bluterei und so kann man machen, würde ich sagen. Und Regelungen wie vorhin, Maximalstufe wäre ganz schön, Gearscore nicht ganz so wichtig, aber checkt eure Bänke, checkt eure Taschen, damit wir vielleicht so ein bisschen Bonus rauskitzeln können mit Schattengram oder Herz von Azeroth und. Das ist an sich ganz geil und dann gucken wir uns noch eine zweite Runde an. Jawohl. So viel Asche bleibt doch gar nicht liegen nach dem Kelterskill. Ja, er muss das irgendwo in seinen Roben versteckt haben, oder? Haben wir alles kaputt gerissen und geschnitten. Sag mal, ist die Ork-Tradi-Quest-Reihe verbuggt? Ich soll mit einem gewissen Green Jesus sprechen, aber der erzählt mir nur, dass sein Sohnemann ein großer Fan von mir ist. Ja gut, das ist ja bei jedem NPC so, mit dem du redest, Gnolde, oder? Ich weiß nicht, das ist ein Phasing-Bug? Steht er eigentlich irgendwo anders? Oder, habe ich jetzt nichts von gehört in letzter Zeit, muss ich gestehen. Aber da ist natürlich viel Phasing im Spiel, ne? Vielleicht hat da irgendwas rumgesponnen. Und aus der Kiste kriege ich... Bro, das ist jetzt natürlich ein bisschen toxic, ne? Obwohl die sehr geil aussieht, ich freue mich über das T-Mog, aber... Ich habe jetzt drei Einhandwaffen bekommen. Junge, was? Ich habe drei Einhandwaffen bekommen. Scheiß die Wand an, Junge. What the hell? Als ob man, wie oft man gerade als Multiwaffenträger, ja, dann diesen Drops hinterherrennt und ich bin jetzt Zorro, genau. Ich nehme die Faustwaffe einfach ins Maul und dann passt das schon. Junge, Junge. Hauptsache T-Mog, so sieht's aus. Okay. Dann würde ich sagen, Vari oder Rogue.
Ich hab ein bisschen Bock auf Rogue. Ja, komm. Bauen wir Grüppchen, gehen wir rein. Ohne Abfahrt. Müssen wir eigentlich kurz vor der BlizzCon eine kleine Aufzählung machen? Maybe auf Twitter oder so, was du denkst, was auf der BlizzCon passieren wird? Das ist, glaube ich, eine schöne Option für eine Time Walk and Talk Folge oder so. Ja, so ein bisschen, ne, gedanklich durchgehen. Was wird auf jeden Fall kommen? Was wird vielleicht neu sein? Was werden wir erwarten dürfen? Was ist realistisch? Was ist scheiße? Was hasse ich? Oder so. Das wird sich, denke ich, anbieten, ja. Denke ich schon. Habe ich denn auf der Schuhgurke irgendwas? Das ist ja einer meiner mitältesten Let's Play-Charaktere gewesen. Und auch fast 400er Gear hat sogar hier den verdammten Saga-Umhang. Wilde Zeiten. Aber ich glaube, viel mehr ist nicht passiert. Das sind alles liebe Briefe, die ich damals bekommen habe. Wollen wir einen random mal rausnehmen? Wir nehmen mal diesen schlichten Brief. Was steht da so drin? Minecraft, ich habe vor nicht allzu langer Zeit den Hidden Skin von Apokalypse bekommen. Aber nicht mit Ghoul beschwören, sondern ich war in ICC bei Professor Seuchenmord. In dem Kampf tauchten unter den Behältern mit dem grünen und orangenen Transporter was auf. Den habe ich dann benutzt und einer der Mobs hat den gedroppt. Ich hoffe, du kannst daraus was machen. Weiß ich nicht, konnte ich daraus was machen? Okay, spannend. Was ich nicht alles aufgehoben habe für Briefe, hä? Erstmal Quickheit, Bruder. Aber keine weiteren schicken Items. Okay. Freunde, dann selbes Spiel wie gerade. Wir suchen Server- und fraktionsübergreifend. Organisiert, Schlachtzüge klassisch, Gruppe LOL, L-O-H-L, Gruppengröße. Wieder ein bisschen abhängig von der Heileranzahl. Und dann gerne wieder die Quest teilen. Ja, und Abfahrt, oder? Attacke, Attacke, Snowy, hi. Ist so wirklich buggt. Ausloggen, einloggen hat geholfen. Steh wieder in OG und kann weitermachen. Ist so auch bekannt. Das ist ja zumindest eine annehmbare Lösung, oder? Danke für die Info. Wir haben einen Haufen Dödös. Das ist schon mal fein. Wir haben auch einen Tank. Das ist ebenfalls sehr schön. Was wollte ich sagen? Schein. Ja, schön und fein. Das ist sehr schein. Wir haben noch Heiler. Wir haben noch Heiler. Jawohl. Oh, was ist hier los? Bruder, da können wir ja einen Laden für Heiler aufmachen. Ach du Scheiße, Junge. So viele Heiler auf einem Fleck, das ist ja wie so in Afrika, wenn sich die Tiere am Wasserloch sammeln. Hier, es geht weiter. Junge, es hört nicht mehr auf. Was zum Teufel, Bro? Ist das der Moment der Wende? Ist das der Moment, auf den wir so lange gewartet haben? So viele Heiler an einem Fleck? Verrückt. Es muss irgendwie Heilermesse in der Nähe sein. Naja, wir laden sie auf jeden Fall dazu. Damit wir wieder 6 Heiler haben auf 30 Leute, habe ich das in der Tat sehr gern. Haben auch angenommen, jawohl. Und das heißt, du kommst noch mit rein. Und dann sind wir, glaube ich, voll. Ja, kommst ins Café, Café voll, Junge. Jetzt dachte ich, ist mein Moment als Heiler. Ja, dachten einige anscheinend. Irgendwie haben einige gedacht. Jetzt ist es soweit. Schön ins Heilernest gestochen. Ja, und dann können wir nicht mal alle mitnehmen, ey. Fürchterlich. Wieso sind eigentlich Evoker-Draktür so gerne in Gruppen gesehen? Ja, weil die selber im Schadensmeter keine wirkliche Konkurrenz sind, dich selber aber bis zur absoluten Höchstleistung pushen. Die machen ja ihren Schaden, indem sie anderen Schaden verstärken. Und das ist einfach ganz nice und häufig auch eine wirklich gute Alternative zu einem normalen weiteren DD, der dann vielleicht in Sachen Verstärkung, Gruppenkontrolle und Co. nicht so viel beitragen kann. Ja, da sind die einfach sehr stark unterwegs in diesen Bereichen. Habe ich auch gedacht, ja. Alle extra mit ihrem Heiler, ne? Und nur das. Oh, oh, oh. Gut, ich gebe wieder einen Moment, falls noch jemand gucken möchte auf der Bank oder wegen Umskillen oder. Und dann gehen wir gleich einmal rein. Yes, yes. Zweite Runde. Wir freuen uns. So unlucky bin ich gar nicht, das freut mich. Hatten beim Mediamarkt ein OLED gekauft mit 5-Jahres-Garantie. Naja, nun hatte er einen dauerhaft leuchtenden Pixel. Reparaturfirma sagt, Reparaturkosten sind 1600 Euro. Und jetzt durften wir uns einen neuen aussuchen. Und der alte, der hängt jetzt im Schlafzimmer. Die Reparaturfirma wollte den nicht mitnehmen. Okay. Ja gut, kosmisches Karma, hä? So gleicht sich alles aus im Leben. Die etwas andere Garantie.
Du loggst nur kurz um, gleich wieder da. Okay. Ja, wenn du dann wieder da bist, sag gern Bescheid. Dann melden wir an. Yeah. Letztens sind 2 Legibögen gedroppt und war nicht mit der Jägerin dabei. Oh no. Starke Schmerzen. Das haben aber auch einige, ne? Häufig tummeln sich ja doch, wenn wir 2 Sanktum-Runs gemacht haben oder mehrere in der Woche, dann waren beim ersten häufig die Mains dabei auch so richtig gesammelt, ne? Als hättest du in so ein Jägernest gestochen. Und dann hat sich das natürlich über die Woche immer ein bisschen weiter verteilt. Und wenn dann beim ersten Run nicht 3 Bögen gekommen sind und die Mains konnten sich drum kloppen, sondern dann eher im dritten Run, wo dann viele Twings auch schon dabei waren, oh, die Tränen sind geflossen, ne? Ist so. Und zack, 6 Wochen extra Urlaub für Kaino. Das geht doch als Augenentzündung durch, oder? Ich hoffe, ja, wir können es probieren, oder? Wir testen es. Ich gehe nochmal auf den Monk nachher. Und dann wird das ausprobiert. Ganz genau. So, ist unser Brudi schon wieder da? Nee, noch nicht. Okay, kein Problem. Die Minute haben wir auch noch. Darum haben wir ja gesagt, ne, wir machen an anderen Stellen heute ein bisschen schneller. So ein bisschen Tam-Tam und zügig-zügig, damit wir dann gar nicht erst in die Bredouille kommen. Hoffe ich zumindest. Skunksaver, hi. Sind die Blizzard Online-Tickets eigentlich schon zum Kauf da? Nee, diese Goodie-Bag, ne, mit Reittier und so, da halten sich wirklich ziemlich bedeckt bisher, aber langsam wird's in der Tat Zeit, oder? Sagen wir jetzt aber auch schon seit Monaten irgendwie. Scheint Blizzard anders zu sehen. Vielleicht gehört zum neuen Blizzard dazu, da ist er, WB, dass sie die BlizzCon Goodie Bag erst nach der BlizzCon verkaufen, ne? Das ist jetzt der neue Lifestyle. Klasse. Nessie, hi. Danke fürs Mitnehmen. Bin aber weg, schön griechisch essen gehen. Ey, das G in Sonntag steht für Gönnung, oder? Guten Hunger, ist was mit für uns. Ach, der Gurkenschuh. Ja, ja, die Schuhgurke. Richtig lange her. Ich weiß noch damals beim Schurken-Let's Play im Seberwald, wo du komplett gebrochen wurdest, weil dich der Elite-Zwergkommandant da fast gewone-shottet hat. Malstein hieß der oder so, werde ich nie vergessen. Ich erinnere mich tatsächlich. Da war ich im Seberwald am Questen und ich glaube, das war auch zu der Zeit, wo irgendwas... Assist gibt's gleich noch, genau... wo irgendwas am Level-Scaling wieder geändert wurde, was auch dazu führte, dass ich meine HC-Retail-Challenge, den Ironman, nicht weitermachen konnte, weil alles eben neu mitskalierte. Und dadurch habe ich auch mit einem vollen Erbstück-Char total in die Fresse bei einigen Named-NPCs im Silberwald bekommen, ja. So, ich mache mir gerade Gifte drauf, Freunde der Sonne. Dann hängt Seppo hinten dran. Muss dringend pullern. Okay, hast du keine Flasche da oder was? Was ist denn das für eine Raid-Vorbereitung? Rast dich aus, hör mal. Sobald wir Outfights sind, kriegen unsere Tanks noch Assists. Und endlich habe ich eine zweite Chance, jemanden nicht zu verlieren, der auf mir followt. Mal sehen. Habe ich gelernt aus der Misere vom letzten Mal? Man weiß es nicht. So, Assist und Tank. Und unser Vari ist hier unten. Assist und Tank. Schau mal, auf den Sonntag. Da finde ich sogar die Tanks hier rucki-zucki, hör mal. Großartig. Schuhgurke, Namensinspiration für meinen Parler. Tatsächlich. Oh, der Gurkenhobel, ne? Junge, siehst du mal. Ja, ich habe voll Einfluss, ne? Ich habe gestern in unserer Levelgruppe mit dem Dudu auch tanken müssen in Time Walk und habe mir dann mal ausnahmsweise nicht von einem Raid-Member die Skillung kopiert, sondern von mir selber. Und dann gehe ich immer ins WoW-Arsenal, suche meine eigenen Chars und kopiere von denen die Skillung. Und mein Dudu heißt ja Opas Katze. Und tatsächlich gibt es irgendwie eine Handvoll Chars, die Opas Katze heißen, wo ich dann auch mir manchmal nicht sicher bin. Sind das Leute, die den Namen maybe bei mir irgendwo gesehen haben? Sonst will ich mir immer nicht anmaßen, davon als erstes auszugehen. Aber tatsächlich, wir hören es gerade, ist es manchmal so. Oder sind das wirklich Seelenverwandte, die sich ein Dudu erstellt haben und sich dachten, Opas Katze ist der geilste Name, den ich jetzt suchen und nehmen kann. Das verstört mich dann immer ein bisschen. Da ist dann kurz so ein Windows-Error wieder im Kopf. Eigentlich habe ich einen klaren Plan, wo ich hin will. Ja, alles Fanboys sowieso, genau. Mann. Und dann auf einmal so, kommt der Plan ins Stocken, weil ich mir denke, hä, wie kommt das jetzt zustande? Wie so ein kleiner Matrix-Fehler. Auf einmal sind überall Opas Katzen. Wild.
Von dir selber, es waren also ganz schlimme Timewalk-Innis für alle anderen, ja. Aber das ist ja generell so egal, in welcher Gruppe ich bin. Daran gewöhnt man sich relativ schnell. Zum einen an die Plays, zum anderen an den beißenden Gestank. Das wird dann alles zusammenverkauft. Schön Goodiebag, Vorbestellen des neuen Add-ons, maybe Vorbestellen von Classic Plus, irgendeine Promo-Aktion, ein Jahrespass für WoW und noch ein neues Hearthstone-Add-on. Ach, und ein neues Shop-Mount kann man auch da dazu bringen, ja. Neues Shop-Set mit Devisen, Junge, er hört gar nicht mehr auf. Haltet ihn auf, diesen Mann! Haltet ihn auf! Ja, wird auf jeden Fall auch der Geldbeutel wieder ein bisschen leiden, ne? Nach der BlizzCon, ey. Da bin ich wieder froh, dass ich nicht auf der BlizzCon bin, Junge. Da würde ich mir wirklich verschulden. Da müsste ich dann, bevor wir uns live hier wiederhören, müsste ich erstmal 3 Jahre durchgehend bei Blizzard Teller waschen, ne? Bei den ganzen Goodies, die da immer mit rumstehen. Oh, 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 hör mal. Geisteskrank, ja. Black Jackie mit der 19 am Start. Vielen lieben Dank. Gestern hatte ich einen Parler in der Gruppe, der Opas Paladin hieß. Ach, wie schön. Ja, manchmal haben wir es ja, falls ihr heute auch die Mad Moments Folge auf YouTube geschaut habt. Da ist ja immer das Best of von allem, was so passiert, sei es auf Twitch oder sei es dann auch außerhalb von festen Formaten und Aufnahmen. Und da gucken wir uns natürlich auch die Mitspieler immer ganz genau an, ne? Und manchmal entstehen da auch sehr, sehr wilde Gespräche. Und manchmal sind die sehr verstörend und manchmal einfach nur witzig. Und manchmal kommen sie auch gar nicht zustande, weil die Leute dann eigentlich witzige Namen haben, aber keinen Bock haben, darüber zu reden. Da hatten sie auch nur einen scheiß Tag und leben dann den Lifestyle gar nicht. Aber das sind für mich so Karl der Truthahn, oh ja. Das sind für mich so die Magic Moments, ne? Also ich bin schon super gern in vollständigen Gruppen unterwegs. Aber dann ab und zu mal den ein oder anderen kleinen Random, wo dann vielleicht auch gar nicht so viel schief gehen kann. Ja, das kann schon, als ob er jetzt das Schild noch macht. Boom, Junge. Das kann schon eine ganz nette Abwechslung sein, ja. Laut Radar.io gibt es aktuell 6 Chars, die Gnoldemort heißen. Nur 2 davon sind meine beiden Hexer. Junge, der Fame, Gnolde. Er naht, ist schon da. Und einer ist sogar US-Spieler. Aber ist das irgendeine besondere Anspielung jetzt, so Voldemort? Kommt man da irgendwie auf Gnolde? Ich weiß es nicht, ne. Manchmal kann man sich das ja irgendwie herleiten, ne, aber manchmal eben auch nicht. Kann also gruselig sein, wenn ihr denkt, hey, ich habe voll den ikonischen Charakternamen. Und dann sucht ihr in den WoW-Datensätzen auf der Homepage oder so nach allem, was so heißt. Und auf einmal 300 Leute haben diesen Namen. What? Gnome und Voldemort. Aber ich dachte, ich war kreativ. Ja, also Gnome und Voldemort, das klingt schon so ein bisschen nach der Spitze der modernen Kreativität. Das muss man das muss man einfach so anerkennen. Aber ja, irgendwie keine Kombi, von der man gedacht hätte, dass sie besonders häufig vorhanden ist. Aber wie wir sehen, wir können uns irren. Verdammt. Und das Geilste, ich habe auf Blackmoor angefangen mit dem Hexer. Da ist der Name überhaupt entstanden. Hab den ja dann weggetranst irgendwann nach Ambossa. Guck ich. Weiblicher Gnomenhexer auf Blackmoor, Level 50, Alter. Einfach geklaut, der hat nur gewartet, weißt du? Der hat nur gewartet in den Schatten wie Gollum. Hat er dich verfolgt. Ja, und beim Servertrans hat Gnolde den GM noch gefragt, wir werden verfolgt. Ja, und der hat sich so hingesetzt wie Gandalf, ne? Das ist Gollum. Er verfolgt uns schon seit Bruchtal, Junge. Und dann hat er die Chance ergriffen. Großartig. Ja, ist manchmal ein bisschen spooky auch, ne? Aber was willst du machen? Moin, ist das der erste Run? Nee, ist der zweite. Zum Glück, wenn wir jetzt erst den ersten Boss kaputt hätten, Junge, wäre BT aber anders mies skaliert, hör mal. Ja. Wir sind heute Speedy Boys and Girls. Wir sind tatsächlich schon im zweiten Run, ja. Das sind alles Level 50 Chars, außer meiner. Ich bin empört. Ja, das ist auch so eine Sache, ein bisschen sad fast, ne? Wenn man so einen Namenszwilling gefunden hat. Das hatte ich damals zum Beispiel mit Frosch Franzi. Oder Frosch Franzi, wie sie mittlerweile heißt, aufgrund eines ähnlichen Problems mit dem Namen. Und da hatte ich dann immer über Addons hinweg jemanden, den ich nie gesprochen habe, aber bei dem ich im Arsenal, ne, wenn ihr auf der offiziellen WoW-Seite einfach rechts die Lupe benutzt und euren Namen sucht, dann kommt ja alles aufgeschlüsselt, ja, von der Skillung bis zum Sockelstein bis zum Haustiernamen. Und da habe ich dann immer, wenn ich irgendwas gucken wollte wegen Skillung oder irgendeiner Grafik für ein Thumbnail oder wie auch immer jetzt, ja, dann habe ich immer alle Frosch-Francis gesehen. Und eines Tages hat der Bruder aufgehört mitzuleveln. Ich weiß nicht, was mit ihm passiert ist.
Auf einmal war dieser Char für immer auf Level damals 90 oder so gefangen, während ich schon 120 war und ich dachte, Bruder, was ist mit dir passiert? Bin ich voll Lilo und Stitch gegangen, weißt du, Bruder, was ist mit dir? Scheiße, ja. Das sind so die traurigen Stories, ne, wie dieser eine Kumpel in der Battle.net-Liste, der einfach seit 7 Jahren nicht mehr online ist. Heiliger, ich bin heute auch ein paar alte Screenshots wieder durchgegangen. Muss ich demnächst mal noch ein paar auf Twitter teilen hier, ein paar schöne Sachen. Von Atiesh beim Thema gucken, ein bisschen zu Screenshots von einem Kumpel, also der auch noch wild getwittert hat hier, wo diese Selfie-Cam neu kam, mit WOD, glaube ich, war es, ne, und man dann mit Twitter connecten und die Selfies dann tweeten konnte und war auch 2016, Junge, 2016, 2017 habe ich dann gesehen. Da sind wir mit der Selfie-Cam überall rumgerannt und haben das total gefeiert, so blöde Fotos zu machen und anderen Spielern zu begegnen und dann erstmal diese Kamera zu zücken, ja. Das ist auch ganz herrlich gewesen. Hatte ich auch genau eine witzige Situation, morgens um 2 unter der Woche beim Braufest-Farmen, wo ich dann Corin angemeldet habe, mit dem Guffeltrink und natürlich wieder allen 3 Rollen, um die Invite-Wartezeit zu überbrücken. Und dann schrieb schon einer, hey Craft, und ich denke so, scheiße, Bro, wenn ich jetzt den Run mit dem Guffeltrink versaue, ne, warum dann in der Gruppe, wo mich jetzt einer kennt? Aber ist ja gut gegangen. Ja, mache ich natürlich nur mit Chars, wo ich weiß, es kann gut gehen. Sonst wäre ja Unsinn. Und wir haben den Boss bereits gepullt, oder? Ich fürchte, es ist zu spät. Wir müssen ran. Und der war dann auch total nett, so hat mich ganz schnell und aufgeregt nach dem Kill angeschrieben, wohl wissend, dass man nach dem Kill ja sehr schnell wortlos die Gruppe verlässt. Und hat dann gefragt, ob wir noch ein Foto machen können. Da hat er mich hingestellt und dann hat er auch, finde ich so witzig, weil in-game hat er nach einem Foto gefragt, voll niedlich. Und kam dann von hinten mit dieser Kamera gezückt und hat dann erstmal so 2 Minuten rumjustiert, ne, und lief dann so mit der Cam um mich rum, um meinen Char, um dann den perfekten Fotowinkel zu kriegen. Und ich stand da, Junge, und dachte, oh, herrlich einfach. Herrlich zu beobachten. Und dann kam irgendwann dieses Klickgeräusch, dann hat er sich bedankt und wir sind wieder unsere Wege gegangen. Das ist schon extrem funny so. Und vor allem passiert das auch immer zu sehr unchristlichen Uhrzeiten, ne? Da weißt du dann, okay, das ist einer von den Real Nerds, ja? Die jetzt hier schön morgens um 3 dienstags Corin Düsterbräu grinden. Ehre. Da sage ich dann, ich will ein Foto mit dir, Bruder, wegen dem fetten DPS. Aha, so sieht's nämlich aus. Schön Ingame-Foto, ja. Finde ich sehr witzig. Ich versuche auch immer kreativ zu sein mit den Namen. Dann entstehen Meisterwerke wie Gebrechelch, ein Hochbergtauren-Hexer. Gebrechelch, das ist aber schon sehr nice, muss ich sagen. Bin ich ja fast ein bisschen neidisch, ne? Aber ich habe gar keinen Hexer in dem Bereich. Ansonsten müsste ich sagen, wow, absolut top dir. Also sage ich auch so, aber hätte ich dann gern bei mir selber gesagt, weißt du? Frechheit. Pressbar, hi. Inzwischen sind es 8 Jahre bei mir und diesem Kumpel. Oh, damn. Ja, tut ein bisschen weh, ne? Gerade wenn man früher vielleicht schon, bei uns war es ja jedes Mal nach der Schule so. Jedes Mal nach der Schule konntest du dann, wenn du als Erster zu Hause warst und ich habe relativ nah an der Schule gewohnt und dann konntest du immer beobachten, wie dann bom, 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 hintereinander weg online gekommen wurde, ne? Und dann dasselbe im Teamspeak. Sei denn, irgendwer musste noch mit Mutti seine Oma besuchen oder diese Sachen früher, ja, die einen dann vom Zocken abgehalten haben. Aber nach Hause kommen, ICQ gestartet, später dann Skype, Teamspeak 2, WoW, später dann Battle.net, bam, 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 hintereinander weg kamen sie alle online, Junge. Ja, lang ist her, sage ich. Lang ist her. Hat man Char von unserer ehemaligen Verteidigungsministerin, achso, ich wollte schon sagen, was für ein Ministerium, nee, von der Ministerin, Uschi inspirieren lassen? Wow. Das ist jetzt die Busch-Uschi, weil ist ein Dudu. Die Busch-Uschi. Wo man Inspiration nicht überall finden kann, oder? Verrückt. Aber gut, wir sehen uns ja jedes Wochenende mit dem Kumpel jetzt. Ja, das ist dann ein fairer Ausgleich immer noch, oder? Wir sehen uns nur noch 2-mal im Jahr, wenn es gut läuft. Scheiße. Also haben wir uns bis zur Corona-Zeit jetzt halt ab und zu mal alle 2 oder 3 Wochen... RL-Freunde, die kein WoW mehr spielen, ja, ist auch ein bisschen eklig schon, das stimmt. Da muss man auch so ein bisschen Desinfektionstücher immer in der Tasche haben, wenn man sich dann die Hand gegeben hat, ja, das ist schon irgendwie auch so ein Schmutz, der dann nicht wieder abgeht, verstehe ich, ja.
Verstehe ich. War kurz im Lurk, aber das mit dem Namen hatte ich auch schon erlebt. War überrascht, dass noch jemand so einen doofen Namen hat. Tolle Knolle. Das ist ja auch super. Ja, irgendwie auf der einen Seite eigentlich ein recht offensichtlicher Reim, ne? Kann man sich vorstellen. Aber es ist ja schon ein Unterschied zwischen möglicher, offensichtlicher Reim und wirklich eingeben und Enter drücken und den Char so nennen wollen. Das ist ja das nächste Ding. Tolle Knolle. Ehre. Grotzig, hi. Meine Chars haben meist so RPG-Namen. Alimania angehaucht. Achso, ich dachte, das ist schon der erste Name. Lull, du meinst Alimania angehaucht, ja. Feramendil, Enterifea, Adinuviel EDC, aber auch nur die Elfen, ja gut. Da passt das ja auch. Da hat man einmal irgendwie diesen elfischen Klang studiert, ja. Den hat man einmal richtig eingesprochen, so für sich selber. Und dann hat man ja so einen Flow. Dann kann man im Grunde so ein ganzes Wörterbuch füllen, ja, mit einer eigenen elfischen Sprache. Das ist auch richtig und wichtig. Wenn ich das alles so höre, bei uns ist es mittlerweile so, dass man die Aktiven von früher ab und an on sieht und man merkt, oh, fast jeder von uns hat jetzt Kids und zwei sind sogar miteinander verheiratet. Damn, das ist wie früher dann im Mittelalter, ne? Da werden dann zugunsten der Burgherrschaft die Kinder dann innerhalb der Gilde auch verheiratet, um die Macht zu stärken. Nee, soweit ist es hoffentlich nicht dann bei vielen. Grüße an die Rollenspielserver. Aber das ist natürlich cool, wenn trotzdem immer noch so ein bisschen Kontakt da ist, ja, und man sich doch auch gemeinsam verändert hat, aber in der Veränderung trotzdem gemeinsam Zeit irgendwie findet, ja. Das ist, wäre ein bisschen zu krass, ja, denke ich auch. Das ist tatsächlich eine schöne Sache, Freunde. Da hat jemand Akama angesprochen. Das ist ungünstig tatsächlich, liebe Leute. Darum bitte generell dran denken. Ja, wir sind jetzt ja eine overall doch tolerante und entspannte Gruppe. In vielen anderen werdet ihr jetzt in dem Moment rausgeflogen für das Ansprechen. Darum ganz wichtiger Hinweis, wirklich allgemein und auch nicht böse gemein. Aber wenn ihr in einem Raid seid und ihr seid euch nicht zu 1000%ig sicher, beziehungsweise es kam keine Ansage, dass ihr jetzt mit jemandem reden sollt, einen Hebel drücken sollt, oder, dann sprecht keinen an. Benutzt keinen Hebel, weil es ist immer ein Kampfstart, immer eine Erfolgsmechanik oder die Deaktivierung von etwas, was ihr dringend in diesem Fight braucht. Und darum versucht euch das auf jeden Fall schnell abzugewöhnen, weil damit werdet ihr früher oder später so richtig gegen die Wand fahren. Und ja, haben wir diesmal nicht mit angesagt. Kann passieren, aber versucht es nicht zur Gewohnheit werden zu lassen. Sonst kann das wirklich zu sehr unschönen Nebeneffekten führen, ja. Ich so, okay, ich bin Kronox und das ist ein Gnom, ist Kronox. Ja, das ist aber auch toll, oder? Wenn man so einen ganz eigenen Namen hat, dann kannst du ja Full M-Plus-Spieler gehen und dann einfach sowas sagen wie, okay, ich heiße jetzt, wie war es bei Harry seinerzeit? Ich heiße Harry generell. Und mein erster Druide ist jetzt Harry Druid und der nächste ist Harry DK und so weiter. Ne? So simpel handhaben das ja auch einige. Aber das kann man natürlich auch ein bisschen, ich sag mal, anders verknüpfen dann, ja. Wenn ich zum Beispiel an Jana denke. So, Jana ist jetzt auch nicht 24/7 von der Muse der Kreativität geküsst worden, würde ich sagen. Aber sie macht aus diesem Namen wirklich alles, was geht, ja. Weil jeder Char von ihr muss irgendwas mit Jana heißen. Und wenn sie dann einen männlichen Char mal spielt, um mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen, sie spielt auch nur Priester, ja. Ihr könnt jetzt, glaube ich, in jede Best-of-Folge auf YouTube reingehen und Jana wird in 99% der Fälle Priester spielen. Und der eine Prozent ist dann, wo wir bewusst mal die Rollen getauscht haben für die Lulz oder so. Und ein männlicher Char heißt dann Jan August, weil in Jan August steckt ja Jana, ne? Und so geht das dann quasi weiter und in sämtlichen Namen, egal ob Fantasy-technisch angehaucht oder einfach Jana, Jananu, Janani, Janananana, da muss alles so, ne, ausgelebt werden. Und das ist dann, ich sag mal, schon eine Umsetzung, die ein bisschen kreativer ist, als nur die Klassenbezeichnung hinten dran zu hängen, aber am Ende des Tages muss das natürlich jeder für sich selber wissen, ja? Ein Gürtel!
einen Gürtel. Warte, habe ich da schon einen Gürtel? Ach, no way. Bro, jetzt geht das wieder los. Das ist jetzt die Rache für die Einhand-Items, ne? Damn, son. Wer also diesen Ledergürtel braucht, der kann den gern bei mir abholen, weil genau da habe ich schon was. Sogar mit Sockel. Ach, scheiße. Jan August ist super, oder? Finde ich auch richtig gut. T-Mog am Ende. Mal gucken, wie wir zeitlich durchkommen. Wenn es zeitlich gut aussieht und der Run natürlich sauber ist, ne? Dann können wir das gerne machen. Aber da müssen wir erstmal hin. Oh, warte, wer hat gehandelt? Jetzt sind wir beide ganz unterschiedlich wild gelaufen. Da bist du wieder. Der Gürtel. So, jetzt aber hier. Zack. Sehr gut, da ist er weg. Gürtel wurde abgeholt. Wunderbar. Irgendein hatte sie gestern noch. Ich habe vergessen, was das war. Nicht Jan August, war noch ein männlicher Char. Ich habe seinen Namen vergessen. Verdammt. Er hatte neulich irgendwo nicht Inventar, aber die Char-Liste tatsächlich. Kann er mal gerade, ich glaube, den Trash schafft ihr ohne mich den Moment. Kann er mal gerade kurz gucken, ob ich das finde. Gib mir eine Sekunde. Mache euch nur mal den Ton aus, weil ich nicht weiß, wie viele Videos ich jetzt öffnen muss. Und wie schnell ich die gemutet bekomme oder nicht. Oh, das ist tatsächlich das Video, wo auch Snowys Jaradin-Kill mit drin ist. Auch sehr schön. Und da hatten wir Janas Char-Liste. Aber da ist der, glaube ich, gar nicht dabei, den ich jetzt wollte. Ah, hier. Natjana zum Beispiel auch. Sanjana. Janana auch mit Y natürlich, ne? Kannst du auch mal statt mit J mit Y. Also da muss ich sagen, Kreativität wird bei unseren Gruppen auf jeden Fall groß geschrieben. Ne? Das ist richtig und wichtig. Aber ich finde nicht den Char, den ich eigentlich gemeint habe. Ah, das ärgert mich ja fast. Dann muss Jana demnächst mal anschreiben und sagen, Jana, wir heißen all deine Chars bitte in möglichst alphabetischer Reihenfolge. Aber egal, Jan August hätte er, glaube ich, eh nicht toppen können. Aber so ist es manchmal, ne? So ist es manchmal, dass du dir so treu bleiben willst, dass es sich richtig falsch anfühlt. Und dass du richtig Schmerzen bekommst, wenn du zu sehr aus deinem eigenen Namensfeld ausbrichst. Und ich habe mir ja so ein bisschen, oh warte, In-Game-Sounds, oder? Ich habe mir ja so ein bisschen beides erhalten. Also ich habe natürlich super gerne Quatschnamen. Aber wenn ich will, dann steckt auch noch so ein bisschen Rollenspiel mit drin, ne? Wie bei Grolmgar oder Erdhuf und so. Habe ich mir zumindest nicht vollends abtrainiert, aber ich hatte auch nie einen Online, ich sag mal, Namen oder Alter Ego, den ich jetzt irgendwo so hätte einfließen lassen können, wie bei einigen der Beispiele gerade. Das war irgendwie, ja, ein bisschen übertrieben dann, ne? Wenn ich Warcraft und überall mit Craft noch oder wie auch immer, das wäre vielleicht auch ein Nervenzusammenbruch wieder geworden. Weil Jana The Holy Priest spielt. Bin ich da jetzt der Einzige, der sich einen Goblin-Priester erstellen will als Shadow mit dem Namen Nenana? Oh wow, statt Ja, dann mit Nee. Das ist sehr kreativ, ja. Das werde ich ihr demnächst mal vorschlagen, mal sehen, was sie davon hält. Aber Jana sagt immer, Shadow ist natürlich Schmutz. Na, sie hat irgendwie 37 Heiligpriester auf Maximalstufe und alles andere kommt ihr da auch nicht ins Haus. Ne? Das ist dann dieses sich selber treu bleiben. Die üblichen Verdächtigen... Monochrom, eine Mechagnomen, Dämone, eine untote Hexe, Schamone, eine Schamanin und Schumone, die Schurken. Da muss ich wieder an diesen wunderbaren Song von Pastewka und Engel denken, ne? Mit Schuh, Schuh, Schuh und Scha, Scha, Scha. Das ist dann so ähnlich, ja. Ist wieder so ähnlich, ne? Bisschen anders, ein bisschen eigenkreativ, aber die Basis wieder recht verwandt. Schön. Wie viele Millionen Pets hat Jana auf Max-Stufe gebracht? Alle, würde ich sagen. Ja. Ich weiß nicht, ob sie sich das Neueste jetzt schon gekauft hat. Ich hoffe nicht, dann habe ich was, was ich ihr zum Geburtstag schenken kann. Es wird langsam knapp so bei den Nerds im Freundeskreis. Diejenigen, die man schon sehr lange kennt und die sich nie irgendwas im Shop kaufen würden, denen konnte man einfach zum Geburtstag irgendwie einen Mount oder Pet schenken. Mittlerweile haben viele alles. Ah, da muss man sich wieder einen Kopf machen bei Geschenken. Ne? Dann sind wir wieder beim Thema von neulich. Muss ich irgendwie einen Gutschein besorgen oder... Wie andersweitig mit deren Gelüsten beschäftigen. Ah, das will doch keiner. Wir brauchen mehr Shop-Mounts, Leute. Nur deswegen, wegen den Geschenken, setze ich mich für mehr Shop-Inhalte ein. Großartig. Wie wäre es mit dem Kriegernamen richtig craftig? Ja, ich glaube, so in dem Dreh wäre das geworden, aber das ist mir ein bisschen too much, so.
Mein größtes Meisterwerk ist mein Mecha-Gnom namens Cardonelli. Da ist mein Elektrokollege aus Italien. Wow. Also bei Mecha-Gnomen, muss ich sagen, bin ich auch super zufrieden mit meinen Namen. Weil mein Mecha-Gnom heißt ja einfach Gemächt. Junge, da bin ich so froh, dass der Name frei war. Und das ist für mich auch Top-Tier so. Darum habe ich ihn ja auch genommen. Klar ist das für mich Top-Tier, ne? Jetzt hätte ich ja einen anderen Namen genommen. Aber Gemächt, der Mecha-Gnom, das ist einfach nur schön. Leider gehe ich mit dem nicht raiden. Ansonsten wäre es schon cool, ne? Irgendwie raiden zu sein. Und der Raidleiter sagt dann so, Gemächt, du gehst jetzt da hinten hin. Die Mechanik wird von Gemächt gespielt. BR bitte auf Gemächt und so. Müsste eigentlich noch ein Mine davor, dann hätte das so einen Pokémon-Charakter. Wie wenn man den Rivalen irgendwie Arschkeks nennt, ne? Und dann nennen alle NPCs im Spiel den Arschkeks, so. Und man giggelt sich dann jedes Mal aufs Neue einen ab, als wäre man irgendwie 13 oder schlimmer noch, als wäre man in der Grundschule und jemand in der ersten Lesefibel hat denselben Namen wie jemand in der Klasse. Und dann drehen sich alle bei jedem Satz zu dem um. Oh, bist du das in der Geschichte? Hast du das wirklich gemacht? So diese Art von Lachen und Giggeln, wisst ihr, wie ich meine. Und das ist dann auf jeden Fall auch so eine Endstufe der Namenscomedy. Aber da müssen schon sehr viele Punkte zusammenlaufen. Das passiert leider selten. Dann backt Jana doch einen Kuchen. Na, ich will sie ja nicht bestrafen, ich will sie ja beschenken. Aber an sich ja, wenn ich backen könnte, wäre auch das eine schöne Option. Glaube aber, am besten für alle ist es, wenn ich beim Kuchen essen bleibe. Da bin ich nämlich auch gut drin. Ja, da habe ich jahrelang trainiert. Mechagnom Schurke mit dem Namen Zahexlor. Oh, das ist auch super. Ja, das war ja auch eine Zeit lang Trend. Generell so O's mit Nullen zu ersetzen oder dieses Zahexlor und Digor und so, ne? Da ist vokaltechnisch irgendwie auch ein bisschen ausgeflippt worden. Oi, der Seelenspalter ist gedroppt. Boy, so eine schicke Axt, ne? Da kannst du wirklich einiges mit spalten, ey. Wahnsinn. Vio, hi. Meine Frage. Ich verstehe nicht den Unterschied, ob ich ein Kapitel, zum Beispiel Legion, über die Questtafel oder über Chromie starte. Es geht theoretisch beides, gerade wenn du auch Chromie-Time hinter dir gelassen hast, dann kannst du, glaube ich, über diese Tafel dennoch die Gebietsstarts quasi freischalten. Wenn du jetzt aber am Leveln bist und auf Chromie zugreifen kannst, dann solltest du das, denke ich, auch tun. Dann sollte Chromie, bilde ich mir ein, größer sein oder wichtiger sein als diese Tafel in OG oder Sturmwind. Weil du dann ja über Chromie für die jeweils favorisierte Zeitlinie auch entsprechend gefaced wirst und meistens ja auch die Startquests und so dann dazu bekommst, ne? Glaube ich. Ich habe lange nicht mehr so über Chromie-Time gelevelt. Tatsächlich gehe ich meistens nur hin und spamme dann Dungeons oder so. Oh, unser Tank hatte ich unter Kontrolle, sehr gut. Aber ich würde Chromie-Time bevorzugen. Oder hat jemand andere Erfahrungen, dann teilt die gern mit uns. Beim Retzen dann erhebe dich, mein Gemächt. Ja, sowas, das ist super, oder? Das ist Peak-Comedy einfach, Junge. Ich meine, so nach dem 50. Vibe ist dann vielleicht ein bisschen Luft raus. Aber dafür gibt's ja dann Pumpen und andere Hilfsmittel, ne? Wie war das mit Hand auflegen? Ja, seht ihr, das sind Selbstläufer. Oder immer, wenn du dann merkst, okay, Stimmung im Raid ist jetzt im Keller, wir sind irgendwie 10.000 Mal gewiped oder ich bin in der Gruppe. Ja, dann ist natürlich sowieso verloren. Das wissen wir. Und dann kommt irgendwie so ein Gemächt-Joke. Am besten ohne, dass es jemand wirklich merkt. So, wisst ihr, dass es so allgegenwärtig ist, die Situation, dass man sich gar nicht bewusst anders verhält, sondern es fließt so ein und auf einmal haut man was raus, unbewusst, was dann wieder so top-tier-witzig ist, weil man es vergessen hat. Das ist schon geil auch. Das finde ich super. Und so mache ich es ja auch mit den Best-ofs, ne? Sobald jemand irgendwie die Best-ofs erwähnt, höre ich erstmal 10 Minuten auf aufzunehmen, weil ich dann Angst habe, dass jemand so, was weiß ich, versucht irgendwie jetzt witzig zu sein oder ein Stand-up-Comedy-Programm irgendwie nebenbei schreibt und jetzt testet oder so. Das will ich nicht, ne? Sondern ich will ja so diese normalen Alltagssituationen, so Big Brother-mäßig, ja? Die Kamera ist da, aber du ziehst dein Zeug durch. Und das ist dann, finde ich zumindest für mich persönlich, eigentlich am witzigsten, weil man A, die Situation einfach alltagstechnisch besser wiedererkennt und B, die Leute meistens auch ein bisschen anders sind, wenn diese Grenzen so ein Stück weit verschwimmen. Ne?
Da gibt es ja auch immer wieder genügend Sachen, die ich aus den Mad Moments lieber rausschneide, Junge, weil einige Leute dann zu sehr vergessen haben. Aber nein, so schlimm ist ja nur auch nicht. Aber das sind ja völlig andere Begebenheiten letztendlich, ne? Ganz anderer Umgang mit Situationen und. Dann könnte Jana dir ja einen Kuchen zu ihrem Geburtstag backen. Oh, das ist auch eine schöne Idee. Ja, weil es einem dann selber auch so ein bisschen, ich sag mal, schlecht geht, ne? Andere bekommen die Geschenke. War ja auch eine Alf-Folge. Neulich haben wir über alte Alf-Folgen gesprochen. Und da hat sich Alf dann gefreut, weil Willy, der Familienvater, Geburtstag hatte. Und Alf meinte, ja, hoffentlich bekomme ich was Cooles. Und dann wurde er erstmal aufgeklärt, dass auf der Erde der Geschenke bekommt, der Geburtstag hat. Hat er sich aufgeregt, wie man hat Geburtstag und bekommt auch noch die Geschenke. Ja, was ist das denn für ein Prinzip? Vielleicht müssen wir das mal ein bisschen mehr etablieren dann auch bei uns, ja. Finde ich gut. Oder nur die Zutaten für einen Kuchen schenken. Ja, so ein Do-it-yourself-Set ist ja auch modern, ne? Ich sehe immer ganz, ganz oft irgendwelche Werbungen von so Geschenkseiten, wo du dann deinem Vater zum Vatertag oder deinem Opa so ein Selbst-Bierbrau-Set schenken kannst und so weiter. Ist ja cool, ist ja hip, ist ja modern, ne? Selbstversorger und so weiter. Und dann kannst du dir selber einen Kuchen backen. Kriegst ein paar Eier, eine Tüte Mehl, weißt du? Und dann sieh zu hier, haust du rein. Ich komme dann gern zum Essen vorbei. Aber ich will dir den Spaß auch nicht nehmen. Ich komme dann wirklich nur zum Essen. Ja. Mechagnom Krieger mit dem Namen Gnominator oder Gnominator geht beides sehr hart. Schön mit roten Augen. Und ein Kumpel spielt die weibliche Version. Gnominatra. Ach geil. Ja, solche Namen hatten wir ja früher auch immer zusammenhängend. Ne? Der Char, der jetzt jüngst für einige Fragezeichen auf Twitter gesorgt hat, das war ja mein Oh mein Gott owned. Abgekürzt, ne? Nicht owned irgendwie ausgeschrieben, sondern teilweise Vokale rausgelassen, damit OMG owned in den Namen auch reinpasst. Sonst wäre es ja ein bisschen zu lang für WoW. Und da ist jeder Buchstabe aus der Sonderzeichentabelle. Also jeder Buchstabe ist irgendwie mit einem Strich durch oder mit irgendeinem Häkchen drüber oder so. Und das war halt unsere wilde PvP-Zeit damals, ne? Von meinem besten Freund und mir. Und ich war eben Paladin, Tauren Paladin, oh mein Gott, owned mit Sonderzeichen. Und er war Tauren Schamane, oh you failed mit Sonderzeichen. Und so haben wir uns im PvP natürlich total gefühlt und haben uns dann so eingebildet, ne, dass wir uns jetzt voll den Namen machen, Junge. Und wenn die Leute PvP spielen und sie sehen die beiden Namen, dann wissen sie, oh scheiße, so haben wir uns ein bisschen einen abgesponnen. Ne? So wie früher auch immer, wenn man mit 4 Freunden gespielt hat, so mal einen Nachmittag gelevelt, neue Chars und dann, ja, und dann machen wir ein Arena-Team und dann gründen wir eine Gilde, gehen wir raiden und so, und nix ist passiert. Ne? Selten sind die Chars über Level 10 gekommen, aber so diese Spinnereien eben, ja, und die haben sich dann auch namenstechnisch in diesen beiden Chars irgendwie wiederfinden lassen. Und im Endeffekt hatten wir zwar auch schöne Zeiten, aber auch beim Leveln immer wieder, ne, bei so Level 29, 39 und so ein bisschen PvP. Und da unseren Spaß gehabt, aber auch so viele Probleme gefunden, ne. Boah, alleine, wenn ich dran denke, dass mich dieser Boss von 30 Leuten immer wieder aufs Neue fokussiert. Ja, zweimal hintereinander, Bruder, kein Problem. Und das natürlich einladen und so weiter, so eine Qual war. Oh mein Gott, wir hatten dann irgendwann die Schnauze voll und haben uns nochmal ein Word-Dokument erstellt und den Namen danach gebaut, Zeichen für Zeichen. Und bei Fragen oder wenn einer in eine Gilde einladen wollte und mit dem haben wir über Skype geschrieben, dass wir dem dann den Namen reinkopieren konnten, weil wir konnten den selber nicht auswendig schreiben. Irgendwie, Junge, das war im Endeffekt nicht so eine coole Idee, aber so ein bisschen rumspinnen in der Char-Erstellung. Das hat auf jeden Fall dazugehört, zumindest bei uns. Ist immer am lustigsten, wenn es unerwartet kommt. So sieht's nämlich aus. Moin, heute war ich wieder produktiv. Stachelbeere gerodet, neues Beet eingerichtet und gleich Knoblauch gesteckt. 3 meiner Chilis habe ich zum Überwintern reingeholt. Zum Überwintern. Na, doppelt sogar. Ja, doppelt hält besser, oder? Ja, muss man dran denken. Ne? Also bei uns ist jetzt auch von gestern auf heute ficken kalt geworden. Da dürfen die Pflänzchen nicht vernachlässigt werden, das ist klar. P-Comedy, also Peak-Comedy oder auch wie Pisse, ja. Mit Gemächt. Wow. Das wäre dann der Name für sein Stand-Up-Programm, ne? Und noch ist er ja nicht Maximalstufe, noch ist er keine 70. Das heißt, Stand-Up ist tatsächlich auch noch ein Thema, ne? Großartig.
Alltagssituation. Damals, vom Sulguru-Braid, mussten warten. Was machen wir? Alle Chars setzen sich hin und wir spielen Zug. Puh, war das damals ein dummes Gelaber im TS beim Warten. Das war wirklich immer gefährlich. Beim Warten. Oh, scheiße. Ich weiß auch noch, ganz unangenehme Situation gewesen, als sie noch nicht im Stimmbruch war. Ende der Geschichte. ganz unangenehme Situation damals im Raid. Mit meiner ersten Ali-Gilde auf dem Server Ambossa. Grüße an die Erben Hyperboreas gehen raus an dieser Stelle. Und da waren wir Kara raiden und hatten unsere erste Raid-Pause nach 2 Stunden. Und nachdem wir den ersten Boss-Down hatten. Ja, das waren damals unsere Raid-Erfolge. Und in dieser Pause kam dann mein Vater immer gucken, weil da war ich ja 12 oder 13, ne? Und da hat der Vater dann schon noch geguckt, mit welchen Leuten ich da rumhänge und was sie so erzählen und wie lange ich da am Rechner sitze und so, ne? Und das nicht, weil mein Vater jetzt irgendwie mega Helikopter-Elternteil war und ständig Hilfe-Killerspiele geschrien hat, sondern hat der selber gezockt, ne? Und fand das dann auch interessant an sich und konnte das dann mit so elterlichen Pflichten ganz easy verknüpfen, ne? Und da hatte ich dann auch die Situation, dass ich im Teamspeak eigentlich nie geredet habe, weil ich halt der Jüngste war, ich war das Küken. Und da habe ich natürlich nur auf die Fresse bekommen. So, das habe ich nicht besonders geil gefunden, also habe ich meistens mein Maul gehalten. Jaha, hatte aber Push to Talk an und meine Talk-Taste lag auf Steuerung. STGR, man kennt sie, links unten. Ja, komme ich jetzt mit einem kleinen Finger ran. Und das ist ja auch die Taste, mit der man hier so Zeug anlegt zum Betrachten, ne? Steuerung linksklick. Zumindest bei mir ist es so gebunden. In die Gilde hole ich dich gleich, jawohl. Jaha, und dann war mein Vater halt da. Und ich habe ihm gezeigt, was die anderen alle so anhaben. Das heißt, wir standen auf dieser Treppe kurz vor diesem Ballsaal, wo es dann links zu Morose aka Morös geht. Und ich habe alle Raid-Member angeguckt und so erzählt, ja guck mal, das ist unser Hexer, der heißt irgendwie Schniedelwutzi und hier guck mal sein Gear und so und habe die ganze Zeit Steuerung gedrückt gehalten und habe schön die ganze Pause über, und keiner von den Schwänzen hat irgendwas gesagt, schön die ganze Pause über erzählt, ne? Und am Ende, als der Raid-Leiter dann wieder kam und meinte, so, wir machen weiter, da hat mich dann der Hexer, da hat mich dann Schniedelwutzi, der hieß nicht so, aber so hat er gerochen. Der hat mich dann angeschrieben und meinte, ja, danke, ne, für das Lob. Und ich so, hä? Scheiße. Ja, das war richtig unangenehm. Oh mein Gott, dass ich da nicht vor Cringe gestorben bin. Das kann ich mir auch bis heute nicht erklären. Aber erstmal holen wir den Bruder jetzt hier in die Gilde rein. Schön erstmal 5 Minuten durchgesabbelt, was die anderen für geiles Gear haben und wie schick die aussehen und was ein Hexenmeister so macht, Junge. Und das hat mich aber zum Glück nur der Hexer angeschrieben. Also besteht irgendwie die Möglichkeit, maybe habe ich so gedanklich für mich gerettet, dass auch wirklich nur der Hexer zugehört hat. Ja, das könnte sein. Aber ich fürchte fast nicht. Ich fürchte nicht. Aber wir hatten auch echt viele nette Damen und so richtige Muttis. Also im positiven Sinne. Im positivsten Sinne so Muttis, die sie gekümmert haben und einfach ein bisschen lebenserfahrener waren und nett waren in der Gruppe. Das heißt, sie hätten mich dann auch eher so beschützt, ne? Die wären gar nicht über mich hergefallen wie so ein Geier, sondern die haben dann die pubertären Äumel, wie ich ja auch einer in Ausbildung war, die haben die dann immer schön am Schlawittchen gepackt, ja, einmal durch die Manege gezogen. Und bei uns war es dann nicht so, dass irgendwie die pubertären Jungs komplett durchgedreht haben, sondern wenn du Pech hattest, dann kam so die Mutti-Gang und hat die einfach einmal überfahren, ja, mit dem Twingo, so. Und das ist dann auch selten einer eingegangen. Vielleicht war das so ein bisschen mein Glück, ja. Und darum bin ich darüber ja auch zu Hausvierkämpfen gekommen. Weil ich dann zu jung und zu uncool war, um mit den coolen Kids in der Gilde zu spielen. Und darum habe ich immer mit den Muttis gehangen. Ja, darum bin ich auch kein Rapper geworden, ne? Weil die Line, triff mich, wie ich mit den Muttis hänge, das kommt halt nicht so krass. Das wäre kein gutes Album geworden. Und da habe ich dann schön Hausvierkämpfe gemacht, ne? Zu MOP, da war ja ein bisschen älter, aber die Connection war ja trotzdem da. Und dann haben wir uns ja schön diese Panda-Haustiere hin und her getauscht hier, ne? Bergpanda und wie die heißen, die waren ja auch ganz niedlich. Da musste man auch, diese hier, super nice Pets, Junge. Die haben wir da immer ein bisschen getauscht und Tipps gegeben und so. Ja, ja, ich war mit den Muttis, Bruder. Nicht nur, aber in der Gilde, da war ich mit den Muttis. Kraft ist der Rapper, der anders über Mütter redet. Ja, wird Zeit, ne? Die Deutschrap-Wende, Junge. Hey, Mann. Waren auch andere Zeiten. Andere Zeiten. Und bei Sarka Mythisch
Woran seid ihr denn gestorben? Na, hier Dingens ist in der Bombe gestanden und Gemächt? Gemächt ist wieder im Loch verschwunden. Oh boy, genau sowas, ne? Und da würde ich halt schreien. Da würde ich schreien in so einem Moment. Wenn dann auch Stille ist und danach langsam realisiert wird, alles in Bruchteilen von Sekunden, ja? Ach nee, da würde ich mir wirklich einnässen vor Lachen und ich würde es genießen, ja. Wir senden uns meist so Quatsch über Amazon. Hab jetzt einen Freund für Immerring aus SpongeBob. Oh, der Freunde für Immerring, wie geil. Ja, ein Kuschelbadeset und andere sinnvolle Sachen. Ja, ich meine, sowas belebt die Freundschaft durchaus, oder? Und man möge sich wundern, was da vielleicht ab und zu für Perlen doch dabei sind, obwohl man genau das womöglich vermeiden möchte, ne? Man sucht dann gezielt so den Bums, der sonst als Trostpreis in der Losbude auf der Stadtkirmes irgendwie zu gewinnen war. Und damit kann man natürlich auch seine Freude haben. Absolut. MC12354 am Start. Ja, es wird gespittet, Snowy. Hey, Mann. Ja, das wäre vermutlich nochmal anders unangenehm gewesen, dieser Weg. Der Tank in meinem BT-Run gerade, der heißt Gulasch-Gunni. Das ist auch herrlich, großartig. Das sind auch die Leute, wo du weißt, wenn du die im PvP als Gegner hast, die machen dich kaputt. Wenn du da jemanden hast wie One-Punch-Gunni oder so, da weißt du, ist vorbei. Wenn der dann noch gemockt ist als Kultiraner wie der One-Punch-Man oder er spielt einen männlichen Kultiraner-Priester und ist so komplett pink gemockt mit einer Ingenieursbrille, da weißt du, das war's. Ja, das ist einfach vorbei. Das ist auch so Hand in Hand gehend. Da machst du nichts mehr. Wenn man dann auf Themen kommt, warum unsere Priesterin IRL in der Badewanne geschlafen hat, oh nein. Ja, das ist dann sowieso ganz gefährlich, ne? Wenn sich das auch so ein bisschen hochschaukelt, dann, oh boy, da werden auch Sphären erreicht hin und wieder. Jetzt wissen die, die sich gemeinsam mit erinnert haben, auch warum ich Sachen hin und wieder rausschneiden muss. Here we go again. Von den Erben Hyperboreas war der Gildenleiter doch bestimmt HP Baxter, oder? Hyperborea, oh Mann. Wie viel kostet der Fisch? Und dann rein zu Lady Varsh, ne? Großartig. Ich glaube, das war tatsächlich auch irgendwas Nordisches, Wikinger-Mythologie und so weiter. Und unser Gildenleiter fand das einfach besonders nice. Der hatte allgemein so eine wilde RP-Phase irgendwie immer mit drin. Der war ein bisschen cooler als wir alle, weil der hat schon Naxxramas und so geradet, ja, wo wir dann irgendwie noch gelevelt haben und so weiter, in Votilkar dann. Na, war er in Nax und war da dann schwer beschäftigt und wollte uns dann nicht helfen in Karazhan. Und ja, ihr habt richtig gehört, Votilkar war draußen, der war in Nax und er kam uns helfen in Karazhan. Ja, wir haben damals schon die Raid-Reihenfolge ein bisschen seltsamer gehandhabt, das wird doch 1000%ig schief gehen, oder? Ja, dankeschön. Netter Versuch, aber ich glaube, wir wussten alle, wie das enden wird, ne? Und der kam dann immer rein, hatte auch so Makros, weißt du, für jeden Scheiß. Wenn er gepult hat, oder kurz bevor der Pulltimer losging, hat er sowas geschrieben wie: Esst und trinkt reichlich, Freunde. Heute Abend speisen wir in der Hölle. Und alle so, boah, ey, krass, ne? Der kommt gerade aus Nax und haut solche Sachen raus. Das scheint ein sehr elitärer Superspieler zu sein. Und dann stand er da eben, benannt nach Jaroth. Jaroth ohne Sonderzeichen. Seines Namens nach Nachtelfkrieger und unser Gildentank. Ja, und dann haben wir es aber trotzdem nicht weiter geschafft in Kara und sind dann wieder leveln gegangen in der boreanischen Tundra. Nun ja. Was habe ich eben gesagt? Es waren andere Zeiten. Ja, dabei bleibe ich auch. So, Reh, WB, waren gerade mal schnell einkaufen und jetzt essen wir gerade Pommes. Schatz hat eine Heißluftfritteuse zum Geburtstag bekommen und wir haben die heute ausprobiert. Sind sehr lecker und knusprig geworden. Heißluftfritteuse bin ich auch großer Fan mittlerweile. Ja, also schon eine ganze Weile eigentlich, seit wir sie haben. War ja auch ein Geschenk, will ja keiner angucken. Aber da muss ich sagen, im Gegensatz zum Backofen, viele Sachen deutlich geiler mittlerweile umsetzbar. Kann ich auch nur empfehlen, was das angeht. Ja, vor allem im Stimmbruch, dann entweder so eine Piepsstimme oder komplett abgehakt wie so ein kaputter Motor. Ja, richtig Pain einfach. Richtig Pain. Und so richtig vorm Stimmbruch, der hatte ja auch so eine Mickey-Maus-Stimme, da warst du noch leichte so den Mutterschutz, den Weltenschutz zu triggern. Ja, aber als du dann in diesem abgehackten Modus warst, ah, da musstest du dann langsam für dich selber kämpfen. Das war alles nicht schön. Muss kurz weg, ja. Eine neue Chance, geil, ein neuer Follower, jawohl.
Da ist er schon. Sehr, sehr gut. Und ich muss aufpassen. Ich will nicht schon wieder wen verlieren. Ist er noch da? Glaube, oder? Scheiße, ist er schon weg? Wait. Warte, was? Nein, ich bin doch nur die Treppe hochgelaufen. Wo ist er hin? Da! Okay, er hat sich nur versteckt. Gut, ich bin vollends blind. Habe ihn im Kampfgetümmel nicht gesehen. Mich nur auf den Brudi auf der Treppe fokussiert. Aber der macht nur einen Gechillten. Okay, Obacht. Oh, Vorsicht. Vorsicht jetzt. Ja. Craft hat mich vorhin auch verloren. So wollen wir das nicht in Erinnerung behalten, Seppo. So war das gar nicht. Du bist nur in eine andere Dimension gebeamt worden. Und da konnte ich dann auch nicht mehr hinterher. Ne? Es sind also die Dimensionsrisse schuld. Und nicht ich. Anzeigen bitte an die Erben Hyperboreas weiterleiten. Aber ich hab ihn noch. Schaut mal. Schaut mal. Jetzt läuft. Damals, als der Whisky noch nicht gekrittet hatte. Ja, gerade wollten auch wieder irgendwelche Pollen- oder Hausstauballergie-Kicks meine Stimme rauben. Aber der Whisky hat über die Jahre eine schützende Schicht um meine Stimmbänder gelegt. Und darum krepeln die heute zwar ohne Stimmbruch auch manchmal rum, je nach Dauereinsatz. Aber nicht mehr so wie früher mit 15 oder so. Oh Mann. Da hatten wir ja auch dann tatsächlich eine Gildenpause. Weil, weiß gar nicht mehr warum, weil unser Gildenleiter dann Abi gemacht hat oder so. Und da ist dann alles ein bisschen auseinandergebrochen. Und dann kamen wir aber irgendwann wieder zusammen, als wir wieder da waren. Man macht ja jetzt nicht irgendwie jahrelang Abitur, ne? Also wenn es gut läuft, nicht? Und da hatte ich dann auch eine andere Stimme. Viele hatten da eine andere Stimme. Es war ein sehr merkwürdiges Aufeinandertreffen, muss ich sagen. Oh nein, er hängt fest. Oh, habt ihr das gesehen? Das war da hier Takeshis Castle gerade. Boah, alles arbeitet gegen mich, wenn Leute mir folgen. Na, nicht in Versuchung führen lassen. Bloß nicht beschleunige, sonst verliere ich den. Und da war es dann ein ganz anderes Feeling, weil alle plötzlich ein bisschen erwachsener waren und man war sich gar nicht sicher, mit wem rede ich jetzt eigentlich und so weiter. Es war ein bisschen verstörend auch. Spunky mit dem dritten Monat und 5 wunderbaren Abo-Geschenken. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Pause weil Abi, was ein Noob, richtiger Anfänger. Ja, sein Problem war halt, dass die beiden Gildensekretäre seine Eltern waren. Das heißt, die wussten tatsächlich sehr genau, wie viel er zockt und nicht, weil wir waren in einer sehr familiären Gilde. Gildenleiter war Jarod, unser Main Tank. Gildensekretäre waren die beiden Eltern und Second Tank und Gilden, was war das, Offizier oder so, war sein Bruder. Also das war komplette Happy Family so und darum, naja, weiß ich nicht, was manchmal hinter den Kulissen so abging, aber er hatte auch nie eine Chance, dann irgendwie zu tricksen und zu bambuseln und so weiter, ja. Da blieb er wahrlich chancenlos zurück. Aber an sich natürlich Anfängerfehler, ja, weil das Abitur kannst du immer nachholen, aber der Raid ist nur jetzt aktuell. Ja, da ist es eigentlich nicht schwer, Prioritäten zu setzen. Meine Mute-Taste für Discord liegt jetzt, wo ich eine Tastatur ohne Ziffernblock habe, auf der Caps-Lock-Taste. Nebeneffekt, die leuchtet auch, wenn sie an ist und ich sehe, ob ich gemutet bin, ohne ins Discord zu schauen. Richtig und wichtig, oh ja. Oha, bin ja nicht mal verloren gegangen. So sieht's nämlich aus. Ja, wir freuen uns über eine Google-Rezension. Das ist der neue Taxidienst hier, ne? Bitte bewerten Sie uns. Einwandfrei. Es kann funktionieren, Leute. Es kann funktionieren. Hat das Päckchen dich inzwischen erreicht? Ja, habe heute eine wunderbare Postlieferung bekommen. Aber habe ich noch nicht aufgemacht. Mache ich in der Futterpause gleich, um mich mental auf Assassin's Creed vorzubereiten. Aber alles heil angekommen, würde ich sagen. Meine Mecha-Gnomen heißt Retro-Trix, hatte noch Shabby Chica oder Nostalrike zur Auswahl. Das sind aber auch sehr wilde Namen. Holy shit. Bin auf jeden Fall gespannt, was sie wieder für schöne Pakete bekommen habe. Dankeschön schon mal. Wird sich zeitnah drauf gestürzt. Oh ja. Ach, schau mal, Fredon hat hier einmal ein bisschen recherchiert. Hyperborea, altgriechisch, ist ein sagenhaftes, von den antiken griechischen Geographen und Mythographen weit im Norden lokalisiertes paradiesisches Land. Seinen Bewohnern, den Hyperboreen, Hyperborei, wurden eine besonders enge Verbindung mit dem Gott Apollon und dessen Kultur zugeschrieben. Krass. Und ich bin ihr Erbe, Leute. Wahnsinn. Keine Ahnung, wie er drauf gekommen ist. Ich glaube, er hatte auch mal so einen kleinen Wikipedia-Abschnitt, weil er das total gefeiert hat.
dann in unserer Gildenbeschreibung drin, ne? Da wurden dann TS-Daten und so gelöscht, um zu erklären, warum die Gilde so heißt. Well played. Aber ansonsten war das auch nie weiter Thema irgendwie. Tja, jetzt wissen wir mehr. Geile Nummer. Kraft hatte mich auch verloren. Dabei war ich ein dicker Tauro und kann man doch gar nicht verlieren. Ja, vielleicht hast du deine Zehennägel länger nicht geschnitten und bist deswegen irgendwie an der Kante einer Treppe hängen geblieben oder so? Ich wasche da meine Hände in Unschuld, Freunde. So sieht's aus. In Blut und Unschuld. Ja, yeah, so wie es mir die Hyperboreen beigebracht haben. Geil. Ach, was ihr damals so schöne Gildenwerbung gemacht haben, Mann. Suchst du eine Gilde? Wir, die Erben Hyperboreas. Und wenn du das ausgeschrieben hast in so einem Makro, war das Makro ja auch fast schon voll. Ne, andere Gilden hießen so Lull. Die konnten dann riesen Werbung machen und wir haben den Gildennamen geschrieben und eigentlich war der Text damit erfüllt. Ne? Ich glaube, so ein Makro habe ich auch gar nicht mehr. Wir können gleich nochmal schauen in meine Makroliste. Aber ich glaube, die hatte ich leider irgendwann mal aufgeräumt. Und ich hatte ja nie irgendwie Makros, außer mal für eine Irreführung. Als ich dann mit dem Hunter Raiden war, ne? Fokus-Target-Irreführung auf einen Tank oder einen Spieler, der mir sehr auf den Sack ging. Und ansonsten hatte ich ja immer nur irgendwelche Barlow-Zitate oder so als Makro. Pass mal auf, du Aushilfspausen-Clown, da ist schon das erste. Oh, hier. Der Dream? Ah, ist weg. Scheiße. Ist weg, weil das war ein Gildenwerbungsmakro. Die haben wir nämlich in Levelbereiche unterteilt. Je nachdem, ob wir einen High-Level-Spieler anwerben wollen mit Raids und so oder ob es dann Low-Level-Spieler sind mit irgendwie familiärer Gilde oder sowas, ne? Darum ist das hier die Level-Range 78 bis 84 gewesen. Was war da dann Maximalstufe? 85 oder so? Auf jeden Fall ein bisschen her schon, ne? Das sind auch alles Makros. Test Talk. Das sind die ganzen Mausoleums-Makros. Das ist alles für irgendwelche Erfolge. Target Königin Achara und salutieren. Oh Gott, Nervenzusammenbruch. Ich glaube, ja, im Gegensatz zu meinem Inventar. Oh, das ist auch wichtig hier. Kirby Dance, Junge. So eine Scheiße. Diese Kirbys, die so dancen. Ja, auch sehr essentiell gewesen. Die habe ich tatsächlich aufgeräumt, ja. Da ist ein guter Irreführungsmakro. Die Antwort auf ihre Frage ist 42, auch sehr, sehr wichtig gewesen. Oh, no way, da ist sie. Gildenwerbung low. Hallo, hast du Lust, dich den Erben Hyperboreas in Klammern Stufe 25, Gildenstufen waren ein Ding, anzuschließen? Wir sind eine eher ruhige und lockere Gilde ohne große Verpflichtungen. Eine gefüllte Gildenbank und einige Erfolgsbelohnungen sind ebenso wie hilfsbereite Mitglieder vorhanden. Ach, wie schön. Ein Relikt aus einer anderen Zeit. Gildenstufen. Junge, was war's schön. Was haben wir Kohle gemacht? Was waren das für schöne ergänzende Features für das Gildenspiel? Weltklasse. Aber das ist, glaube ich, mit das letzte Relikt, ne? Das andere sind alles LFR-Erklärmakros und so. Ja, oder ganz unten noch was versteckt? Ne. Nee, das letzte Relikt, Mann. Und dann war es nicht mal so besonders, oder? Richtig generische 0815-Werbung. Frechheit. Morgen bei Buffed. Streamer organisiert BT Timewalk Raids und verliert immer wieder Follower. Ja, scheiße, Mann. Keine WoW-Hype-Phase, das Minus überall. Oh Gott, es bricht mich. Aber es bricht ja auch die Leute, die ich verliere, ne? So gleicht sich alles aus. Skystein, hi. Gladi statt Abi war das Motto, genau. Nur bei ihm halt leider nicht, ne? Er war aber auch PvEler, also das mit dem Gladi wäre sowieso keine Option gewesen. Schade, schade. Offenbar nicht aufgeräumt, sondern nur vollgemüllt. Und wenn voll, dann überschrieben. Das war höchstwahrscheinlich die Antwort, ja. Dass ich dann irgendwann zu faul war, einfach neue zu erstellen und hab dann die alten, darum sind die Titel auch noch gleich geblieben, ja. Die alten genommen und die überschrieben. Wild. Das erinnert mich an einen sehr schönen Moment. Damals auch mit meinem besten Freund, wo wir mal nicht gelevelt haben bei unseren kleinen 2-3-Mann-LANs, sondern wir haben geraidet. Und das höchste der Gefühle, was wir uns zu raiden getraut haben, war Obsi 3D. Also Obsidian Sanctum unterm Wyrmruh-Tempel mit drei Ads, die man ab einem bestimmten Punkt einfach aus dem Leben gebürstet hat. Und mein Kumpel war, zumindest in dieser Hinsicht bekannt, dafür eine richtig schwache Blase zu haben. Das war so ein Kollege, du musst dir vorstellen, wir haben 10 Minuten Unterricht, der muss dreimal auf Toilette. Ja.
Und deswegen, weil er das wusste, ist er, nachdem er geportet wurde, auch immer nochmal auf Toilette. Und dann war der aber auch richtig lang weg, ne? Also irgendwie ohne was zu trinken hat sein Körper endlose Massenurin produziert. Muss irgendwie so eine Art Urinal-Auserwählter sein, keine Ahnung. Und was ich dann gemacht habe ist, er war ja Krieger, und er war Furor, ich habe das Icon genommen als Makro von Blutdurst, das sind ja alle Icons, ne? Kannst du in die Klassenfähigkeiten gehen, und habe das Icon genommen von Blutdurst, seiner Main-Fähigkeit, die er immer spammt, ja. Und habe das genommen und habe hier so ein Makro draus gebastelt und habe da dann reingeschrieben, / schreien, ololol, ich bin total dumm. Und dann habe ich ihm das an den Slot gezogen mit demselben Icon, wo sein Blutdurst liegt, was dazu führte, dass er wiederkam, nichts merkte. Und wir dann gestartet haben, er in die erste Trash-Gruppe rein ist und sich dann erstens wunderte, warum er keinen Schaden macht, und dann zweitens gesehen hat, dass der ganze Chat mit 25 Leuten von ihm vollgespammt wurde mit ololol, ich bin so dumm. Das waren die schönen Makro-Momente. Darum, Freunde, müssen wieder mehr Makros geschrieben werden. Und da haben wir dann locker auch den ganzen Rest des Raids durchgelacht, einfach weil wir beide gefeiert haben, was wohl der Rest der Gruppe denkt. Was wohl die anderen denken, wenn sie da jetzt eingeladen haben, Junge, weil solche Makros, wo man ein bisschen rumschreit oder was weiß ich, irgendwie einen Magiertisch stellt und dann sagt, heute im Angebot Sardellenkuchen oder so, sowas kennt man, aber dass jemand wirklich ohne Ende hintereinander, weil er halt draufgedrückt hat und die Fähigkeit machen wollte, immer wieder und wieder, ne? Rumschreit, ololol, ich bin so dumm, das war einfach nur wunderschön, Mann. Das war beautiful und das begleitet mich bis heute in meinem allgemeinen Treiben in WoW, glaube ich. Und ich muss hier ständig Targets wechseln, Leute, weil die miesen Ratten sich ständig irgendwelche Paladin-Hände geben, die sie immun gegen körperlichen Schaden machen. Es ist wahrlich unangenehm, aber jetzt hier bei der räudigen Zibbe, bei der ollen Tante, können wir ein bisschen durchdrücken. Bumblebee, hi. Direkt ins Lagerfeuerlied eingestimmt. Ja, das ist auch wichtig. Das hattest du als Makro. Geil, das wäre auch eine schöne Option gewesen. Aber ich wollte ihn ja so ein bisschen Kumpel hervorführen, ne? Darum musste er jetzt schon was ziemlich Dummes sein. Und ich glaube, deswegen lebt er bis heute in Gefahr. Wenn er irgendwie beim Studium aufsteht und seinen Laptop stehen lässt oder was auch immer und wiederkommt, ne? Dann grinsen seine Freunde schon so. Und die grinsen einfach, weil sie sich freuen, dass er wieder da ist. Aber er denkt sich, scheiße. Wenn ich mich jetzt hinsetze und Escape drücke oder speichern will mit Steuerung S, wird dann irgendein Porno-Sound am Laptop abgespielt oder was haben sie getan, ne? Da habe ich ihn damals vermutlich sehr vorbelastet mit solchen Sachen. Unsere Gilde hieß früher Obscuritas oder Obscuriats, irgendwie so. Und wir waren damals auch nur eine Handvoll Leute, bestehend aus RL-Freunden und welchen, die später zu RL-Freunden wurden. Ach, das sind ja aber auch die schönen Geschichten, oder? Da braucht man ja gar keine Masse, hör mal. Ich krieg gerade einen Nervenzusammenbruch. Lord Klack haut mich ständig aus den Latschen. Lord Klack? Er muss mir mal zurückklacken da. Was da los? Die miese Sau. Wir kommen gleich nach Illidan mit der Raid-Gruppe vorbei. Dann hat sie ausgeklackt. Das Basteln ist beendet. NVMe M2 SSD im Mac eingebaut. Geil, am Ende wusste ich auch, was es ist. SSD, da kenne ich doch. Und auf der 13 Jahre alten Kiste das allererste Betriebssystem installiert. Das System unterstützt den Rechner nicht mehr, aber dank der Mac-Community gibt es gute Programme dafür. Jetzt weiß ich, wie es Oldtimer-Fans so geht. Wow, auf einmal bist du selber einer, hä? So schnell läuft das. Blackie geht jetzt schnell noch zu Kleinanzeigen, kauft sie noch einen alten Opel, einen alten BMW, Junge, und dann geht das richtig los da aber mit dem Laptop. Dann baut man sich seinen eigenen Oldschool-Transformer. Jawohl. Wild. Das Einzige, was ich kenne aus solchen Bereichen, außer dass sie mittlerweile weiß, was eine SSD ist. Genau, was Mysterioso sagt, ne? Dass ich bei Mac und Co. dann immer auch erstmal an den Hals gesprungen wird. T-Mog am Ende. Schaffen wir, glaube ich, ne? Sind nochmal schneller gewesen. Wenn es ein sauberer Run bleibt, dann sollte das kein Problem sein. Und wir spielen das wie vorhin, Freunde, ne? Das heißt, in Phase 1 schön aus den blauen Flächen raus, mit Debuffs immer raus aus der Gruppe, weil ihr Ads auskackt. Die müssen wir töten, bevor sie andere Spieler erreichen. Wenn Illidan hochfliegt, dann bitte alle, außer die Tanks, die verteilen sich zu den Marks an den Seiten. Alle anderen zu Totenkopf in die Mitte, wirklich jeder, damit die Flammen nicht Enrage gehen. Und das tun sie, wenn ihr zu weit wegsteht.
Dann die Ads umölken und danach wieder Full Burst Illidan, raus aus Voids und Ads umhauen. Das ist im Grunde alles, ja. Glaube, das kriegen wir hin. Der hält bestimmt noch 10 Jahre mindestens. Mindestens. Was kann denn bei Illidan droppen? Hatte der auch einen Dolch? Ja, ne? Diesen Splitter hatte der doch. Ey, da hätte ich Bock drauf. Splitter von Azinoth. Hat eine Chance, eine Glut von Azinoth herbeizurufen. Ey, die ist doch locker unbalanced ohne Ende, oder? Aber ich habe bei Illidan selten Glück mit dem Loot. Ich habe es damals ja in den ersten T-Mog-Runs hier total gefeiert. Ewig her. Die ersten T-Mog-Runs BT, Bruder, als die Bilder laufen lernten, weißt du? So diese Richtung muss das gewesen sein. Da habe ich das ja einfach gefeiert, diese Augenbinde, ne? Wahnsinn. Dann ging es so ein bisschen in Richtung T6 und der Splitter. Der hat aber auch schon immer eine gute Figur gemacht, ey. War ich durchaus Freund von, muss ich sagen. Jetzt sei gar nicht aus Verstohlenheit engaged. Oh oh, wenn das die Schurken-Lobby sieht. Oh nein. Dann werde ich auch jetzt zersplittert, Junge. Dann werde ich zu dem, was ich eigentlich nur looten wollte. Na gut. Manchmal ist es so, hä? Manchmal bist du der Jäger und manchmal bist du der Bär. Miba, hi. Gerade dick Schokoladenkuchen beim Familien gehabt. So irgendwie, ne? Muss aufpassen hier gerade. Die Augen tanzen wieder hin und her. Ich kann gar nichts. So, jetzt kann ich lesen. Nur Sonntagabend jetzt ausklingen lassen mit Spekulatius. Ey, das ist auch im Anrollen, ne? Mensch, wie schön. Geil. Ja, bei uns ist auch richtig kuschelig herbstlich. Muttern hat auch wieder schön Kürbissuppe gemacht, ey. Bisschen Schinkenwürfel rein. Da lasse ich es mir nachher nochmal schmecken. Das ist schon einfach so ein Feeling, oder? Das ist einfach so ein Vibe, den man dann hat. Und den mag ich auch sehr. Bin ja kein Sommerfreund. Darum ist die Scheiße, die gerade so am Himmel passiert und auch in den Verkaufsregalen, das ist dann genau mein Ding. Was für ein Server ist das? Wir sind auf Ereda. Oder bist du generell wegen BT verwirrt? In Retail gibt es regelmäßig die Zeitwanderung. Da werden alte Dungeons und auch Raids wieder auf aktuelles Niveau skaliert. Darum sind wir gerade im Black Temple, aber eigentlich im Addon Dragonflight auf den offiziellen Servern. Und ansonsten Server Ereda. Dafür musste ich nicht mal alle 2 Jahre einen neuen Rechner kaufen. Das ist wahr, ja. Dafür musst du dich immer nur regelmäßig neu erfinden. Das hat auch was Künstlerisches, oder? Mit deiner Bastelei. Wunderbar. Direkt von Wu entfollowed worden. Der ist nur reingekommen gerade, weißt du? Und hat sich gedacht, oh, 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 Freunde, da stand irgendwer nicht in der Gruppe. Das ist gefährlich. Oh, scheiße. Da müsst ihr aufpassen, Leute. Ihr habt's gesehen, ne? Die Flammen waren beide enraged. Das heißt, sie hätten jetzt hintereinander weg alles schön gewone-shottet. Bum, 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 bum. Und darum bitte immer schauen, auch wenn ihr random bei Illidan seid. Ja, schön in der Nähe der Gleven stehen. Ansonsten elementar enrage und du tot. Und dann auch alle anderen tot, weil das kriegt man, glaube ich, nicht getankt. Da fällt einfach alles um. Aber egal, wie auch bei Akama haben wir das ja nochmal retten können, weil wir auch einfach genügend Schaden und gutes Scaling dabei haben. Seppo sehen wir im Schadensmeter, hat ja auch wieder seinen Time War Gear mit dabei hier, ne? Schön optimiert den Charakter. Das schallert auf jeden Fall. Yukine, hi. Und darum können wir uns das heute leisten. Aber wie vorhin bei Akama angeschnitten, denkt er auch an andere Gruppen, ja? Und was dann bei uns so ein bisschen mit Ansagen und Einspielen funktioniert, ist eben nicht in jeder Gruppe so. Darum versucht er ein bisschen dran zu denken und dann seid ihr fein. Ist ja keine Raketenwissenschaft, wie wir wissen. So, jetzt habe ich die scheiß Schattenbestien. Wo kacke ich die denn hin? Ich würde sagen hier oben, oder? Lululu, ich lauf mal raus. So. Wow, was? In dem Moment der Phasenwechsel, das war aber echt toxisch. Haben alle nur drauf gewartet, dass ich mich verpisse. Und die Ätze sind nicht mal gespawnt. Ist natürlich die Frage, spawnen die jetzt nach dem Stun noch? Oder sind sie jetzt wirklich gecancelt worden durch den Phasenwechsel? Finde ich ja höchst interessant. Das sind so die magischen Momente beim Raiden, die man eigentlich gezielt gar nicht provozieren kann. Und auf einmal, wer alleine steht, stirbt. Nein! Ich lebe und die Ads wurden wirklich gecancelt, Junge. Ganze Bossmechanik einfach gecancelt. Geil! So lobe ich mir das. Ja, und dann sind wir schon im Execute-Bereich. KR war an. Dann darf jetzt eigentlich nicht mehr viel schief gehen, es sei denn alle D10. Ne? Gestern hatten wir das irgendwie. Da hatte einer unserer Tanks gerade in der kritischen Phase mit den Ads und den Gleven Disconnect, Junge. Naja, da ist das Fieder natürlich auch Amok gelaufen. Ne? Da musste es nicht mal groß und rot werden. Da war es nicht mal zum Pavian-Hintern digitiert, sondern
Das hat uns einfach so aus dem Leben getreten. Tja, bleibt nicht aus, ne? Passiert dem Besten. Wollte heute Carbonara machen und natürlich keine Spaghetti zu Hause. Sehr belastend. Dann wird gleich Pizza bestellt. Jawohl, die Pizza, die gibt uns Kraft. Wunderbar. So, Leute. Illidan ist ein weiteres Mal besiegt. Ich danke euch für den Clean Run. Vielen Dank fürs Mitkommen. Wie immer meine Bitte, bevor ihr vollends aus der Gruppe geht, öffnet bitte eure Kiste aus Schatt und schreibt bitte, ob ihr einen Mount drin habt oder nicht, einfach für unsere allgemeine Statistik. Eben war viermal Alas Asche drin, also da wollen wir gern noch ein bisschen mehr von sehen. Und ansonsten Dankeschön bis hierhin, ne? Ehre, Ehre. Und ich ziehe jetzt meinen Dolch. Let's go, fuck, gar nichts. Aber er ist trotzdem gedroppt, das ist schön. Finde ich geil. Ich liebe ja so Waffen, die so Proc-Effekte haben, ne? Und irgendwas beschwören können oder auch Schmuckstücke. Boah, Splitter, Zepter und Bogen. Wow, Leute, fetter Waffenloot. I like it, I like it, hör mal. Dann schaffen wir auch Mega-Dungeon gleich noch. Ich würde sagen, ja. Ich glaube, den können wir tatsächlich noch machen. Brauchen wir aber schöne Banger-Gruppe, ne? Damit wir nicht groß Risiko fahren. Was habe ich denn noch frei Richtung Mega-Dungeon? Mit dem DK war ich nur, oder? Ja gut, Pelli kann ich ja auch ein bisschen ballern, ne? Das sollte eigentlich machbar sein, behaupte ich. Sehr gut, sehr gut. Ja, danke schön, ne? Danke fürs Mitpieseln hier. Hatte ich schon jemand gesagt, dass du eine Antwort auf dein Ticket bekommen hast? Ja, ja. Der Game Master selber, ich habe ihn einfach ignoriert. Ich habe gesagt, Bruder, ich kann nicht, ich muss jetzt BT laufen, weißt du. Und dann hat er gesagt, okay, cool, ich warte, ne, kein Problem. Wir haben Starkey am Start als Troll in einem sehr bunt gemischten Set mit sehr herbstlichen Farben, ne. Wir haben ein bisschen was vom Magier, wir haben ein bisschen was vom Priester, aber eben vor allem diese verschiedenen Rottöne, die wirklich schön ineinander übergehen. Ganz interessant auch die Details der jeweiligen Items, wenn wir uns hier die Handschuhe mit diesen goldenen Fingerspitzen ansehen. Ne? Da muss ich auch immer gleich an unsere Aristokraten bei den Ventür denken. Sonst ein bisschen Handelsposten mit reingemünzt, ne? Ein paar wenige Animationen, wie hier dieser brennende Dolch oder auch diese wimpelartigen Strukturen da in den Schultern mit dem Wachssiegel. Wirklich ein sehr angenehmer Flow, auch durch das generell langweilige Grau der Hautfarbe vom Troll. Ne, da hat er nicht groß rumgebastelt, irgendwie eher so einen Standardton genommen. Da wird das durchaus nochmal begünstigt und hervorgehoben. Also ein schön warmes Set. Sehr eigen, cool. Wir haben Argetlan, Stolz des Löwen, hör mal. Wow, und das ist natürlich auch sehr, sehr warm. Sehr elfisch und vor allem sehr silbermondig. Deutsche Sprache wieder ausgeskillt. Felomelorn, unser Feuermage-Artefakt mit einer entsprechenden Illusion. Bisschen was vom Mage und der Tradi-Rüstung hier mit rein kombiniert, würde ich sagen. Ne? Aber auch ein bisschen was aus Shadowlands, von den Ventüren, auch aus Dragonflight. Also super viel durcheinander gemixt und vor allem darauf geachtet, dass sowohl dieses Rote immer präsent ist, dieses rote, feurige, warme, als aber auch das tiefe Schwarze, wie hier in der Brust, bisschen heller ins Grau, bisschen heller ins Schwarz dann wieder, hier über Schulter, Arm und Handschuh, aber eben auch dieses Goldene, ja, diese güldenen Insignien auch hier hinten, sehen wir es nochmal, diese Art schwebende Krone mit der goldenen Mähne und dann hier hinten diese Dolche, also mega fett, ziemlich überladen, aber nicht zu überladen, ja, wie doll soll der Kopf leuchten, genau, immer Attacke, also ein sehr geiles Set. Für jeden Elf und für einen Magier natürlich gerade mit Felomelorn, einer so legendären Klinge, hervorragend abgerundet, ja. Nice. Vignette ist dabei mit Aoi. Ja, moin. Und Vignette, bisschen im Drachenstyle, mit unserem Legi-Stab aus Cutter, mit diesem Syndragosa-Diadem und den blauen Schwingen. Die langen blauen Handschuhe aus dem Handelsposten, blauer Wappenrock, blaue Schultern, also alles im Stile der Blaudrachen gehalten, vor allem mit einigen modernen Items das Ganze eben ergänzt und den farblichen Flow hier vorgegeben und wirkt eben in jeder Pore dieser gewählten Rüstung durchaus magisch. Ja, auch die Handschuhe, die haben ja so ein gewisses Leuchten, so was Nobles, so ein feiner Stoff irgendwie, aus dem die gefertigt wurden und das funktioniert, finde ich, gerade als Übergang auch bis hin zu den Schultern und bis hin zu der Party, die da eisigerweise am Kopf stattfindet. Darum, ja, bedingt sich das ganz fabelhaft. Ne? Auch eine sehr schöne drakonische Kombi, würde ich sagen. Nice one. Du bist sogar Lehrenelf, wurde noch geschrieben. Ah, gucke. Gucke. Er war sogar Lehrenelf.
Wahnsinn. Viele Dinge passieren. Dankeschön für die nice Runde. Ist nicht ein Mount gerade gepostet worden? Habe ich das richtig gesehen oder war ich nur so im T-Mog drin? Warte mal. Ist nicht eins gepostet worden? Verfluchter Blick des Sageras? Der Bogen? Oder hat sich's jetzt überschnitten, weil ich den Chat gar nicht gesehen habe außerhalb der Gruppe? Dann müsstet ihr es bei Twitch nochmal schreiben. Ich habe jetzt gar keinen Post gesehen. Oh nein. Ich hoffe, es war kein Mount Loser Run. Was sehe ich denn? Oh. Wahnsinn des Verräters. Ein sehr geiler Schmuck. Eieiei, den nehmen wir aber mit. Muss ich zwar meinen geilen Drogba-Bonus aufgeben? Aber ich glaube, das ist halb so schlimm. Wahnsinn des Verräters, Junge. 428er Schmuck. Gönnen wir uns. Sehr schön. Ja, und selbst wenn das jetzt der Ausgleich für die vier Phoenix-Mounts im Vorfeld war, hoffe ich, gab trotzdem so ein bisschen Loot, ne? Allein über den Weekly Gear Stuff ist es ja schon eine sehr nice Nummer, finde ich. Na prima, da habe ich nach T-Mog am Ende gefragt und bin einfach rausgesteppt. Oh nein, unlucky. Ja, nächste Mal dann. Schön abspeichern und dann wird das. Um 16.30 Uhr rief eine Freundin an, die heute aus dem Urlaub gekommen ist. Habe mich natürlich gefreut, mich mit ihr 2 Stunden auszutauschen. Aber dann, was für ein mieses Timing, hab den ganzen Stream verpasst. Oh nein! Aber gut, jetzt sind eh keine Mounts gedroppt, ne? Hast du also gar nicht so viel verpasst. Kommst jetzt genau richtig, um zu sehen, dass ich noch einen geilen Dolch aus der 2. Weekly ziehe. Und dann wollen wir noch eine fixe Mega-Dungeon-Skip-Runde, Freunde. Only Endboss. Da wollen wir gleich mal gucken, da brauchen wir wieder ein paar Schadensgranaten. Auch ein 2. neuer Schmuck. Ja, Junge. Nehme ich mit, du. Gar kein Ding. Nehme ich mit. Packen wir hier rein die guten Drachenfeuerbomben. Ey, läuft. Sehr gut.